Be calm, little maid, sleep well, little night. The moon is shining bright. Dream well, little maid, dream well, little night. Devil shields you and me from the plight. Sleep well, little boy, dream of lands far away where the giants are tall. Sleep well, little girl, dream of lands far away, far away, far away beyond the wall. Our will edge is strong and our wall still stands tall to protect us from bad fairy tales. I beg you, my love, do not heed the call. Never leave, never pass beyond the wall. Never leave, never pass beyond the wall. San Yasalam Geroshem, herzlich willkommen zu Teil 6 von Feenhandel und vielleicht dem Finale von diesem Abenteuer. Mit dabei die Betty als Else Mehltau. Hallo. Callisto als Gwendolin Mehltau. Hallo. Frank F. als Taran Krochanhut. Abend. Und Fergus als Spooner Fidschi. Genau. Ich tausche manchmal die Identitäten, ja. Das passt dann schon. Und Spooner ist Fergus Tinzer. Seid gegrüßt. Wollt ihr euch gemeinsam an einen Recap versuchen? Der letzten... Nee, nicht 5 Teile des letzten Teils. Ich weiß nur noch, dass wir im Moment über eine Brücke gehen, über eine nebelverhangene Schlucht auf irgendein Schloss zu und es ist alles wahnsinnig schrecklich und unheimlich und wir werden alle sterben. Ja, wir waren ja auf dem Feenmarkt oder halt dort in dieser Feenstadt mit den vielen verschiedenen Häusern und das Gasthaus war zu und hatte eine toll große Tür und wir haben eine Menge Puka kennengelernt, nämlich Tika, die versucht hat, irgendwie eine Schriftrolle loszuwerden, die wir dann, beziehungsweise Taran erhandelt hat, gegen Übernachtung und Tee und einige Informationen. Wobei wir gesagt haben, nee, die ist bestimmt verflucht und wir hatten recht damit. Und ja, jetzt hat Taran eben das Problem mit dieser Schriftrolle. Das wird wahrscheinlich nachher noch irgendwann relevant werden. Schauen wir mal. Ansonsten haben wir herausgefunden, dass es tatsächlich Ezechiel ist, der hinter dem Ganzen hier steckt. Der hat nämlich irgendwie, wie war denn das? Also der hiesige Feenfürst, ein Elf, hat ihn in einer Spiegelscherbe oder so, hat dann, das war so ein schöner Mund und der hat mir dann irgendwie Beauty-Tipps gegeben und ja, war doch so irgendwie, ne? Der hat den wegen irgendwas, ich nenne es jetzt mal Beauty-Tipps, also und dann hat er gesagt, hier, komm, ich habe da so ein, es war kein Minotaurus, sondern ein Tiermensch. Ein Bullenmensch. Namens Bill. Ein Bullenmensch, das klingt so wie Nein, also... da wäre ich nie drauf gekommen. Aber jetzt, wo du sagst, kriege ich es nicht mehr aus dem Kopf. Ja. Ein uniformierter Minotaurus. Auf dem Schwarzmarkt. Ja, genau, der Schwarzmarkthändler und Schattenjäger, auch wie gesagt, ich würde sagen, das ist chaotische schwarze Magie, um das zu machen. Aber nun ja, auf jeden Fall sollte der irgendwo dann den Rest von dem Spiegel besorgen, das hat er dann auch gemacht mit dem Ergebnis, dass Ezechiel irgendwo dann seinen Einfluss da hat geltend machen. Alle Diener haben irgendwie weiße Augen gekriegt, haben sich von den Zinnen gestürzt und alle Wachen haben sich in ihre Speere geworfen und ja, dann hat der Fürst eben den Befehl gegeben an die Dorfbewohner, also ist ja, hier verbarrikadiert euch, wir warten einfach ab, dass es halt wieder gut wird. Er selber ist aus dem Schloss geflohen, das Schloss hat sich irgendwie, ich weiß nicht, magisch versiegelt, weil das irgendwie so ein Effekt ist, den das Schloss hat bei sich bei Gefahr halt zu verschließen. Und dann taucht halt dieser dicke weiße Nebel auf. Der, wie Taran festgestellt hat, irgendwo eigentlich schwarz ist von der magischen Aura her, also tiefschwarz. Und wir haben tatsächlich den Feenfürsten auch kennengelernt, ja. Mhm. Und haben dann vereinbart, okay, wir gehen da jetzt hin, regeln die Sache mit dem Ezechiel, der sich anscheinend aus diesem Spiegel heraus wieder zusammensetzt. Und wir sollten tunlichst da sein, bevor der wieder komplett ist.
Und er würde dann für uns die Feenpfade zwischen den Dörfern wieder herrichten, dass wir auch irgendwie reisen können. Ja, und am Ende haben wir dann Fergas Leuchtkristall genommen, weil da irgendwie die Seele dieses Einhorns das Gegenteil von dem Nebel ist und uns dann dadurch gebracht hat. Und jetzt stehen wir halt zumindest an der Brücke. Und das Schloss hat sich gerade aus dem Nebel herausgeschält, sozusagen. Ja, und wir müssen den Schreck da reinfinden. Ergänzung. Ergänzung. Ja. Der Bäcker, also der Cousin von Ticker, der Bäcker, bei dem wir sind oder übernachtet haben, ist zufällig der, der unseren Fluss umgedreht hat. Genau, exakt. Und ist jetzt auf dem Weg nach Avonven, um den Fluss wieder zurück umzudrehen, weil es ist ihm leider einfach entfallen, dass er die Katastrophe ausgelöst hat. Pläne gemacht hat, da irgendwo eine zweite Bäckerei aufzumachen, ne? Genau. Aber was wir, wenn ich das noch ergänzen darf, auch noch rausgefunden haben, wir haben ja ein magisches Kästchen gefunden in der Hütte von, hilf mir nochmal mit dem Namen, ich habe von Aiden. Aiden, genau. Und das hat offensichtlich so eine anti-magische Funktion, dass man da, was man da reintut, dass das eben halt, dass keine Magie nach außen dringen kann. Da haben wir ja die Spiegelscherbe reingelegt. Und da war aber auch eine Gravur drin, nämlich Silvan Z. Und Silvan Z, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, lebt auf dem Feenmarkt, hat da ein Geschäft. Silvan Zeppelin. Das war jetzt aber nicht die Person, wo der Feenfürst untergekommen ist. Ne? Das war, nee, das war Lana, das war die Lana. Näherin. Genau, Lana, genau, die Näherin war es. Ich war die ganze Zeit bei Friseurin. Ich war die ganze Zeit bei Friseurin, aber nein, sie war Näherin. irgendwas mit Beauty. Irgendwas mit Beauty wusste ich noch. Es ist die Mutter von der Lillian, die ja auch Näherin ist. Und diese Feenpakt. Diese Faktgeschenke. Feenpaktgeschenke näht. Genau, die auch da, ich glaube, der einzige Mensch ist, der da auf dem Feenmarkt lebt, ne? Ja, mit den Lehrlingen aus Hay. Stimmt, die Lehrlinge aus Hay sind auch noch mit dabei. Das ist auch vielleicht eine Erwähnung wert. Weil der eine Lehrling von Bill ist, ne? Ob das so eine gute Idee ist, dass man das dann. Was wir auch noch herausgefunden haben, aber ich kann jetzt aus meinen Notizen, die relativ oberflächlich gehalten sind, weil wir ja einen Erzählelfen haben, was ich mir da noch notiert habe, ist, dass Ezechiel wohl dem König des Nordens damals geholfen hat, ihn unterstützt hat und sich Thorwulf, der König des Nordens, aber irgendwann gegen Ezechiel wandte. Und also es war ein Menschengott, der Ezechiel verbannt hat. Ja, und das war die Macht eines Gottes notwendig, um das zu tun. Ja. Ja, der Thorwulf hatte sich mit dem Ezechiel, also der hat einen Pakt geschlossen. Und der Feenfürst war auch auf Seite von Thorwulf. Der hat mit dem mitgekämpft. Thorwulf oder Beowulf, fragt man sich. Thorwulf. Ja, der falsche König des Nordens halt da. Ja. Ich krieg den Namen. Wie gesagt, bis zum Ende der Staffel. Vielleicht muss ich ihn mal auftauchen lassen. Nein. Nach 300 Jahren wäre das bestimmt ein Vampir oder ein anderer Untote. Ihr wolltet doch ins Eis oder so. Ja, nee, das war so eine, ist hier so mit Yeti oder so, mal gucken. Beowulf war der mit Grendel, dem Monster. Genau. Ja. Okay, aber dann sage ich jetzt der falsche König so. Und dann, genau. Nee, und irgendwie, wie gesagt, es brauchte die Macht eines Gottes, um halt diesen Ezechiel zu bannen. Das war so das, was dort erzählt wurde, ja. Ja. Ja, wo wir dann nochmal so, also vom Inventar her haben wir, glaube ich, nur das Schwert von Gwen, nicht wahr? Oh, ihr habt viel. Ich habe auch noch Pfeil und Bogen, wobei ich da noch nie einen Pfeil abgeschossen habe. Ich meinte jetzt, um das gegen Ezechiel einzusetzen. Die Schriftrolle? Das ist eine Annahme. Die Schriftrolle, aber es ist Geschenke Büder. Schlüssel und ihr habt auch Tintenherstellung in der Theorie. Wir haben das Wissen um Ackerwesen und wir können das weben. Also wenn alle Stricke reißen, dann machen wir bei dem Housekeeping, dann ziehen wir da ein. Hey, du weißt doch, wie man Schafe schert und so ein glatzköpfiger Engel ist vielleicht auch was. Dann hat er nicht nur seine Flügel verloren. Vielleicht braucht er eine Freundin. Ja.
Oder einen Freund. Wegen Beauty-Tipps. Ja. Okay. Aber damit ein paar Sachen haben wir noch. Wir haben noch ein lustiges Horn, womit man Sachen anzünden kann. Stimmt. Wir haben die Spiegelscherbe, haben wir noch. Wir haben dann einen verfluchten Beutel, der irgendwelche schlimmen Dinge macht. Ja, aber die ermordete Hure im Hafenviertel haben wir auch. Die ermordete Hure im Hafenviertel. Wird uns irgendwann noch richtig was bringen. Ja, das war eins dieser Bücher, die man irgendwann dann in Staffel 64 braucht. Genau. Können wir nicht den Titel irgendwie umwidmen in gewaltsam zu Tode gekommene Liebesdienstleisterin oder so? Nee, wir sind ja keine Beamten. Und deswegen ist nicht Herne. Ja. Ihr habt die Schlucht passiert, eingehüllt in Nebel und Stille, den Weg vom unaufhörlichen Leuchten des magischen Kristalls gebahnt. Die felsige Schluchtwände erstrecken sich links und rechts in die Höhe, bis sie vom weißen Nebel verschluckt werden. Und es ist kein Mucks zu hören und außer dem Nebel scheint nichts da zu sein. Ihr lauft, bis ihr an das Ende des Weges gelangt. Vor euch breitet sich umsäumt von Gebirgen ein großes Tal aus. Wie tief es ist, vermögt ihr nicht zu sagen, denn weiter unten wird alles vom Nebel verschluckt. Am Ende des Weges beginnt eine steinerne Brücke über das Tal, die von Steinpfeilern getragen wird, die aus dem weißen Abgrund ragen. Am Ende der Brücke, erhöht auf einem einsamen Felsen inmitten des Tals, liegt es, das Schloss des Feenfürsten aus Hay. Ganz ruhig liegt es da, kein Fenster beleuchtet und noch zu weit weg, um genaueres erkennen zu können. Doch was ihr alle seht, ist die gigantische dunkle Mauer hinter dem Schloss, die schier endlos in den Himmel ragt. Die Mauer. Wir hatten ja auch so eine tolle Abkürzung kennengelernt, FDW, ne? Vor der Wall. Was? Ja, das hat irgendeiner gesagt. So dieses. Wollte ich gerade sagen, VDW? Also, Jungs, Mädels, jetzt gilt's. Wir werden alle sterben. Wir müssen jetzt erstmal Kontakt mit dem Schloss aufnehmen. Vielleicht kann man sich mit dem irgendwie verbünden. Also, was Fergus und Taran auch beide merken, ist, dass um euch rum Magie pulsiert. Sowohl von dem Schloss vor euch, als auch von dem Nebel, der aus dem Abgrund hinter euch hochwabert in diese Schlucht hinein. Als auch von der Mauer hinter dem Schloss. Und es ist alles dabei. Es ist Chaotisches dabei, es ist Neutrales dabei und es ist Ordnung. Das heißt also, der Nebel kommt wirklich von unten aus dieser Schlucht, aus dem Tal hervor, hochgewabert. Mhm. Ja? Okay, vielleicht ist es doch keine gute Idee, den Beutel darunter zu werfen, weil ja gesagt wurde, dass das Ding hier keinen Boden hat und wir das als Entsorgungsmöglichkeit in Betracht gezogen haben. Nein, vielleicht nicht. Aber die riesige Mauer, die Wall, die wir sehen, geht von der auch irgendwas aus? Mhm. Sehen wir da was Besonderes? Ist da vielleicht auch ein Loch drin, eine Beschädigung oder geht da etwas raus oder wabert der Nebel da drüber oder sonst irgendwas? Also, nee, der Nebel kommt aus diesem Tal um dem Schloss herum und kriecht quasi an der Seite hoch, wo ihr auch steht, um sich so in diese Schlucht zu ergießen und da Richtung Hay zu wabern. Mhm. Ihr steht quasi immer in so einer Kuhle von diesem Nebel, wobei jetzt direkt vor der Brücke, die scheint nicht vom Nebel verschluckt zu sein. Also es zieht schon so an euch vorbei eher. Der Nebel steigt nicht an der Mauer hoch hinten, sondern ist da genauso niedrig wie sonst. Aber auch von der Mauer selber kommen eindeutig, also spürt ihr die Magie. Aber optisch seht ihr einfach nur eine gigantische Mauer, die bis hoch in die Wolken geht. Ja gut, ich meine, wenn da jetzt irgendwie so eine Art Loch drin ist, also Loch nicht im wirklichen Sinne, sondern halt im magischen Sinne vielleicht auch, dass noch andere gebannte Kreaturen auf der anderen Seite jetzt versuchen, also ein bisschen so durchzukommen. Denn wir hatten ja, glaube ich, auch irgendwo erfahren, dass das Ritual nicht durchgeführt wurde.
weil der Turin ja den Dolch geklaut hat und Anselm entsprechend nicht in der Lage war, dies zu tun. Helft mir nochmal auf die Sprünge, wie sind wir diesbezüglich eigentlich jetzt mit Anselm verblieben? Anselm hat ja geschlafen, als wir den da bei Alexandra zurückgelassen haben. Und Alexandra hatte uns ja gesagt, ja, ihr müsst hier 10 Kilo Zwiebeln schneiden oder geht. Ja, oder gehen, ja. Dann. Genau, also sehen tut ihr vier nur eine geschlossene Mauer. Ich mach mal den Blick plus. Jo, eine 8. Also für den Weisheitswurf. Ja, für dich schieben sich Farben über diese Mauer. Purpur, Fuchsia, Rot und Gold, alles ineinandergreifend. Die Runen sind zu weit weg, als dass du sie erkennen könntest, aber es müssen unzählige ineinander verflochtene sein. Was du allerdings siehst, sind ja fast sowas wie zwei schwarze Narben. Schaut aus, als wäre dort ein Riss gewesen, der irgendwie von diesen Runen wieder zusammengebaut wurde und klafft wie zwei dicke, wulstige schwarze Narben von unten bis hoch in den Himmel. Und es gibt zwei schwarze, klaffende Risse, von dem aber einer im Begriff ist, sich zu schließen, so wie es ausschaut. Und hinter den Rissen, also wenn du, da ist einfach nur Schwärze. Ich beschreibe das, was ich sehe, beschreibe ich auch den anderen. Kann es sein, dass Anselm parallel zu unserem Aufenthalt dort das Ritual jetzt durchgeführt hat, dass er wieder so fit genug war und dass das jetzt bewirkt, dass es wieder verschlossen wird, wenn du sagst, es schließt sich wieder? Lass uns mal kurz durchgehen. Wir haben Arwonwen, wir haben Hay, wir haben Tywill, wir haben Kaerlorn, Pembroke. Pembroke haben wir noch. Das heißt, das wären ja dann nicht genug Öffnungen oder Risse in der Mauer oder Wunden in der Mauer, um die der Anzahl der Ritualorte entsprechen würde, oder? Oder meint ihr, wir haben das doch rechtzeitig gemacht in Arwonwen, dass erst gar kein Riss entstanden ist? Ja gut, das ist ja nur eine Theorie, dass halt, wenn jetzt so ein Riss da ist, dann die dann nachträglich noch gemachten Rituale das wieder zumachen. Das ist die Frage, weil es scheint ja eine Korrelation zu sein, weil das würde ja dann auch praktisch dem entsprechen, was wir damals von der Feenfürstin von Arwonwen erfahren haben, mit diesem Feenpakt, der mit dem König Tralala, dem Viertel vor Zwölften, ich habe den Namen vergessen, geschlossen worden ist. Die heißen ja alle gleich, die Könige, die kriegen wir nur da. Benin oder Brenin oder sowas. Genau. Und das war, glaube ich, der 35. oder so, ich weiß es nicht mehr. Der erste Paktschließer, meinst du? Ja. Ich glaube, der 12. oder so, da müsste ich auch nochmal schauen. Der 12., okay. Auf jeden Fall früher. Ja. Jüngeres. Ja, ja. Jüngere Zahl. Und von daher wäre das jetzt erstmal so die schlüssige Theorie, dass das jetzt die Folge ist, wenn du die Rituale nicht durchführst, dass dann solche Öffnungen in der Wall entstehen. Die Frage ist nur, was machen diese Öffnungen? Also hat Ezechiel diese Öffnung gebraucht, um hier durchzukommen? Hat der Nebel diese Öffnung gebraucht, um hier entstehen zu können? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es ja auch nur ein unglücklicher Zufall. Naja gut, vielleicht. Aber ich meine, die Wall hat ja einen Sinn. Sie soll uns schützen. Wenn ein Riss in der Wall ist, kann alles hindurchkommen, bevor wir uns versucht haben. Wollen wir vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt weiter philosophieren, denn irgendwie, wenn der sich wieder zusammensetzt, je weiter sich der zusammensetzt, desto mehr Handlungen, dass wir jetzt irgendwie versuchen, reinzukommen. Ich würde aber dann doch nochmal den Blick richten wollen auf das Schloss. Das Schloss selber strahlt in einem roten Glanz, völlig eingehüllt.
So, jetzt mal aus Einbrecher, Erkunder. Gibt es da irgendwie Fenster, Öffnungen, Schießscharten? Ja. Die man auch rein. Das Schloss ist ein rechteckiger Bau, der an jedem Ende einen hohen Turm hat. Es scheint eine dicke Wand oder ja, Schlossmauer zu haben und ihr seht auf dem Ende der Brücke entfernt noch ein großes Tor. Die Fenster sind, also du siehst Fenster, aber von so weit weg kannst du sie nicht näher sehen. Wenn wir da näher rangehen, nehme ich da bei dem Tor noch andere Farben wahr als dieses Rot? Fällt mir da irgendetwas ins Auge, was nochmal eine andere Magie oder eine andere magische Kraft oder Quelle dazu bringt? Geht ihr über die Brücke? Oder betretet ihr die Brücke? Ich wäre dafür. Ja, ich auch. Ja, anders kommen wir, glaube ich, nicht rüber, oder? Ja. Ihr betretet die Brücke und geht auf das Schloss zu. Fergus, du kannst ja Magie auch spüren. Ihr beide spürt eher Magie der Ordnung. Und was du siehst, Taran, ist neben dem Rot, dass es Schutzrunen sind, die auf dem gesamten Schloss liegen. Und ihr kommt an eine, ohne Probleme, auf die andere Seite, betretet dann von dieser steinernen Brücke wieder den Felsen unter euch und kommt vor eine gewaltige Tür. Genau. Und die habe ich für euch auf Roll 20. Ist ja ein richtiges Portal. Wo sich der Feenfürst noch einen Splitter eingefangen hat. Genau. Fergus, das wollte ich schon immer mal machen. Melon! Entschuldigung. Running Meinst du, dass das funktioniert? Obwohl, man weiß es nicht so genau. Sprich, man weiß es nie so genau. Ja, genau. Man muss es immer probieren. Also während die zwei sich darüber Gedanken machen, wie man die Tür nicht öffnet, würde ich mal mein Ohr an die Tür legen und lauschen, ob ich was höre. Ja, in dem Moment, als du das Tor berührst, bekommst du einen Schlag. Ja, super. Wäre ich nicht abgelenkt gewesen. Mhm. Und vor euch beginnt Betty, du bist gemutet. Ja. Ja. Ich wollte nur fragen, wie so einen elektrischen Schlag oder eher so eine Nee, einen elektrischen Schlag. Okay. Also so kräftig, wie wenn man sich einfach nur aufgeladen hat und jemanden berührt oder so richtig, dass ich jetzt Schaden nehme? Oder das nein, okay. Es tut nicht besonders weh, aber es eindeutig lässt es dich zurückzucken. Allerdings nimmt für euch alle dieses Tor, beginnt drumherum zu leuchten. Oh. Und Moment. Wer in dem Leuchten. Moment, stopp. Wer von euch hat keine Tätowierung? Fergus. Nee, du bist die Einzige mit der Tätowierung. Ach, du hast auch keine, obwohl du Hüter bist. Richtig. Hab ich auch schon festgestellt. Weil nach möchte mal einer, der keine Tätowierung hat, dieses Schloss, diese Tür berühren, aber nur vorsichtig. Ich würde davon abraten, weil da sind richtige Schutzrunen drauf. Es war okay, und das so, sagst du mir jetzt. Ich war abgelenkt. War doch irgendwie so, dass das Schloss schon weiß, dass wir vielleicht helfen oder so. Ja, also offensichtlich meine Hilfe möchte es nicht. Du hast nicht gefragt. Vielleicht passiert jetzt irgendwas bei dem Leuchten. Ich ziehe mein Schwert. Schau doch mal auf deine Hand. Ist mit deiner Tätowierung irgendetwas anders als vorher? Ist mit meiner Tätowierung irgendwas anders? Ist meine Nase vielleicht nicht mehr zweifach gebrochen? Immer noch gebrochen. Meine Haare vielleicht jetzt lockiger? Nein, allerdings... Du hast keine Haare mehr. Erkennt ihr kleine, runde Einkerbungen, die an dieser Tür entstehen. Und dann schweben vor euch in kleinen Seifenblasen 4 Gesichter, Gestalten. Die scheinen allerdings statisch zu sein, ein bisschen wie Bilder, aber in Seifenblasen.
Gesichter von uns, von Leuten, die wir kennen, oder einfach nur Gesichter? Nee, die Bilder, die über der Tür zu sehen sind. Jetzt. Schau mal auf Vault 20. Ach, da oben. Ein Drache. Eine grüne Frau. Ein Gargoyle oder ein... Ein Gargoyle, ja. Und ein Baumgesicht. Ja. Das ist bestimmt diese Dryade. Ist die Grüne da, die... Deine neue Freundin? Die Nymphe, die wir da getroffen haben? Ist nicht meine Freundin. Die wollte mich verzaubern. Sie sieht anders aus, aber sie sieht dir ähnlich. Okay. Das heißt, zwei davon haben wir getroffen und zwei nicht. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir einen feuerspeienden Drachen getroffen hätten. Ja, das letzte muss kein Gargoyle sein, das könnte auch ein Goblin sein oder etwas in der Art. Das ist wahr. Oder sehen so Puckers aus? Nee, eher... Mach doch mal... Hat jemand von euch Feenwesen oder so? Ich habe verboten, Wissen. Nee, aber ich hab Sagen und Volksweisheit. Ja, dann würfel doch mal da drauf. Mit Weisheit. Ja, 8 über 18. Voll bestanden. Das müsste ein Gnom sein. Ein Gnom? Haben wir schon mal Gnome gesehen? Nee, oder? Ich glaube nicht. Das ist ein Gnom. Man sieht es an den spitzen Ohren und er hat auch nur zwei Zähne. Typisch Gnom. Sind das leblose Abbildungen oder irgendwas? Was? Schaut aus, als hätte jemand einfach Bilder in Seifenblasen verpackt. Kann man diese Seifenblasen, also die schweben so in der Luft, ja? Mhm. Kann man die irgendwie verschieben? Bringe sie nicht zum Platzen. Also, dass man die so vorsichtig, wenn man sie mit der Hand, dass man sie so ein bisschen in der Höhe ändert. Ah. Probier's aus. Ja. Ach so, warte. Ach so, Probier's aus. Sag doch, in Row 20. Ja, ich würde mir jetzt vermuten, dass man die irgendwo auf die richtige Position von den Bläschen dahinter bringen muss. Über der Tür, heute ist echt der Tag. Über der Tür leuchten kurz Buchstaben auf. Und ihr kennt den Satz, nur Freunde der Magie sind wahre Freunde. Aha. Ist das eigentlich richtig, dass da die Symmetrie nicht stimmt, dass da oben über der Tür drei Kugeln links, eine in der Mitte und zwei rechts sind? Das habe ich mich auch gefragt. Also das war jetzt... Es ist Hinweis, Absicht, dass, okay, das war jetzt also kein Versehen oder sowas, das ist tatsächlich so, alles klar. Und unten am Boden gibt's noch so. Es ist bestimmt ein Rätsel, wir zählen mal, wie viele wir haben. 1, 2, 3, 5 mittelgroße, eine große... Und 2, 4, sind die auch mittelgroß? Nee, die sind noch eine Runde. Sagen wir eine sehr große, 5 große, 4 mittlere, 4 kleine und 4 sehr kleine. Ja. Also dann haben wir insgesamt 10, 18 Stück. Mhm. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Also wenn man davon ausgeht, über die Größe der Wesen, dann wäre wahrscheinlich das Größte von allen dieser Drache. Oder halt der Baum, wenn es ein sehr großer Baum ist. Das ist wahr. Nee, wir haben doch die Sphinx kennengelernt und die ist doch eine Schwester der APR. Ja. Das heißt, die Sphinx war ja riesig. Die hat ja mal einen Menschen gefressen, hat sie erzählt, mit einem Haps. Die wird größer sein als alle Bäume, die da stehen. Die hat wahrscheinlich ein bisschen darauf rumgekaut, weil sie ja noch gesagt hat, sie wäre Vegetarierin. Ja. Hat sie das erzählt. Das war nur zu schocken. Aber es gibt 4 Bilder und 5 Größenkategorien. Also muss ja auch irgendwas frei bleiben. Ja, es sei denn, es kommt noch mehr Bläschen. Es verändert sich nichts mehr, wenn die dort steht.
Ich schieb mal den Drachen hier oben in die oberste Kugel. Mhm. Zweitgrößter, wenn es wirklich so wäre, wäre dann der Baum. Schieb den mal hier hin. Drittgrößter wäre dann die Nymphe. Und der vierte wäre dann... Oder hat es irgendwas mit dem damit zu tun, welchen... Also der Drache für Feuer, der Baum für Erde, die Nymphe für Wasser und der Gnom, ja, für Luft, das passt allerdings nicht. Mhm. Nee. Denn es gibt ja vier: Feuer, Wasser, Erde und Luft. Das sind ja die vier, wie sagt man? Elemente. Und nicht nur die vier Elemente, sondern auch? Die vier Zeitalter. Nee, die vier Kinder Büders. Ja. Ach so. Also vier von fünf Kindern. Da dran. Mhm. Was ist das fünfte Kind? Die Vagül. Die Leere. Die Leere. Ja, keiner von denen. Ja, dann ist es klar, dass wir nur vier haben, denn die Leere lässt sich schlecht darstellen. Wenn wir so die so anordnen wie jetzt auf World 20, passiert dann irgendwas? Mm-mm. Wobei die Leere wahrscheinlich noch größer ist als der Upper Air. Da hast du natürlich recht, die Leere ist größer als alles. Die Leere umfasst alles. Vielleicht sollte man den Upper Air tatsächlich da mal rausnehmen. Die Leere ist dann das, was passiert, wenn wir, um halt durch die Tür durchzugehen. Also wir brauchen die Leere, dann ist die Tür nämlich nicht mehr da und dann können wir da durchgehen und dann so. Mhm. Hört nicht auf mich. Doch, er hört voll auf dich. Ja, ja. Ich habe jetzt nur erstmal. Er hat jetzt den Drachen in die zweite Kategorie geschoben, den Baum in die dritte, die Nymphe in die vierte und den Gnom in die fünfte, damit die Leere leer bleibt. Und das wäre ja auch sinnvoll, denn die Leere ist dann leer. Also. Auch da allerdings passiert nichts. Mit meinen verbotenen Wissen oder mit uralter Geschichte, weiß ich da irgendetwas über Gnome, was in Verbindung steht mit den Elementen? Ja, also, vielleicht. Ja. Wir filmen auf uralte Geschichte. Okay. Ja, mit einer 13 ist das gelungen. Mhm. Gnome sind Wesen des dritten Zeitalters, also Zeitalter der magischen Wesen, Zeitalter der Magie oder das rote Zeitalter. Ja. Und sind Nachkommen der Titanen, die wiederum Nachfahren von Tao, also Feuer sind. Der wiederum ein Kind Büders ist. Da ist Upper Air Luft. Mhm, ja. Mhm. Dann ist der Gnom nämlich Feuer. Mhm. So ist das nämlich. Mhm, es ergibt voll Sinn. Damit haben wir nämlich jetzt Erde, Wasser, Feuer, Luft. Mhm. Also erstes Gnom Zeitalter, Büders Kinder, die Elemente, purpurnes Zeitalter. Können wir das irgendwie mit den Farben hier? Ah, schlau. Wir haben blau, wir haben lila, wir haben rot, wir haben gold. Purpur, Fuchsia, rot und gold ist die Reihenfolge. Ah. Purpur wäre dann da oben das Blaue. Kurze Frage. Der Gnom ist das dritte Zeitalter. Was war nochmal das dritte Zeitalter? Was hast du da nochmal gesagt? Wie war die Farbe? Rot. 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 Und was war das erste? Purpur. Purpur. Hm. Ist Purpur nicht ein Rotton auch? Ja, schon. Purpur ist blau-rot. Lila. Das ist lila. Der Fuchs dann wäre ja auch, oder? Da bin ich jetzt überfragt. Für mich gibt es eigentlich nur blau und nicht blau. Also tiefblau, so wie der Nachthimmel, ohne Elemente habt ihr schon öfter getroffen. Das ist rein büdal quasi. Ja,
Ja, da war ja auch zum Beispiel, das war ja auch die bestimmende Farbe, glaube ich, hier bei der, wie hieß er? Der Zeitmann. Amsterdam. Ja, genau. Ja. Also ich sehe da oben diese blaue Kugel, die größte Kugel, die ist schon fast vor einem schwarzen hin. Also der ist schon sehr tief blau-schwarz. Und dann gibt es ein bisschen helleres Blau, wo gerade der Drache sitzt. Dann sowas Lilanes, wo der Baum sitzt. Und dann da unten die Frau sitzt in Rot und der Kleine sitzt in Gold. Seht ihr das auch so? Oder? Ja. Ja. Okay, gut. Wobei der Goldanteil wirklich sehr gering ist, also sehr schmal. Ja, aber ja. Das wäre so die Reihenfolge, oder? Okay, genau, dann sehen wir hier fünf Farben. Genau, die vier untersten Kugeln, die allerkleinsten, die sind im Goldbereich. Genau, okay, gut, dann sehe ich das auch so. Ja. Kannst du bitte nochmal den Satz wiederholen, den wir da über der Tür gesehen haben? Nur Freunde der Magie sind wahre Freunde. Danke. Okay. Die Zeitalterin, das noch mal kurz. Ich habe jetzt Discord nicht mehr offen. Die Farben, meinst du? Ja. Ja. Purpur, Fuchsia, Rot, Gold. Wenn wir davon ausgehen, dass es von oben nach unten geht, weil Gold ganz unten ja. ist. Schaut mal, ich hab hier gerade was gesehen. Und zwar, der Satz ist ja, nur Freunde der Magie sind wahre Freunde, ne? Wenn wir jetzt mal hier in das dritte Zeitalter reinschauen, das Zeitalter der magischen Wesen, dann finden wir da Gnome, Nymphen, Drachen, Baumhüter. Oh, dann sind die alle im dritten Zeitalter. Dann würde das passen, nämlich das wäre ja dann das mit diesem das Lila, wo der Baum schon drin sitzt. Nee, das wäre das Rote, genau. Ach so, das wäre das Rote. Wenn man die jetzt so anordnet und der Drache auch runter, genau. Mhm. Die Farben verblassen und die Tür öffnet sich. Haha! Oh, go Team! Ich gebe dir eine High Five. Ich simuliere das mal. Hinter der Tür seht ihr einen kurzen Gang. Ihr scheint zwischen der Schlossmauer quasi zu stehen und auf der anderen Seite ist eine weitere Tür. Wie sieht die Tür denn aus? Genauso wie die erste? Oder? Schweben da auch irgendwas rum? Nee. Sind da auch Blasen oder irgendwelche Vertiefungen? Nein, einfach nur eine große Eichentür. Auch nicht spannend. Ist mein Zauber noch aktiv, dass ich erkennen kann, ob da was Magisches drauf wirkt? Immer noch genau die gleichen Schutzrunen in Rot. Okay. Diese Schutzrunen in Rot. Also die überziehen aber den kompletten Boden, die Wände, alles. Okay. Dann würde ich mal vorsichtig mit der flachen Hand die Tür anfassen. Nichts passiert. Und dann die Hand über das Holz gleiten lassen bis zum Griff. Nichts passiert. Und dann den Griff nehmen und muss man ziehen oder drücken? Drücken, weil sonst wird es schwierig im Gang. Ja, dann drücke ich. Ja, die Tür lässt sich öffnen. Und vor euch liegt ein rechteckiger, gepflasterter Innenhof. Teilweise mit Moos bedeckt. Auf der rechten Seite eine große Ulme, deren Krone bis zum Dach hinaufragt. Außerdem seht ihr drei Türen. Und an den Wänden auch ja, so etwas wie zugemauerte Türen. Da sind zwar Türrahmen, aber statt der Tür ist Mauer dahinter. Bitte noch mal eine kurze Nachfrage. Hatte der Feenfürst uns irgendwas erzählt über das Schloss, über das Innere des Schlosses? Nö, wir haben auch nicht gefragt. Dahinter erstmal immer schon. Aber hätte ja sein können, dass er irgendwas erzählt hat. Auch, er hat ja auch beschrieben, wie er dann auch geflohen ist und sowas. Diese Geschichte, die er uns erzählt hat, gibt die uns nochmal irgendwie einen Aufschluss darüber? Ja, dass irgendwo etwas aus Holz ist, wo man sich einen Splitter einziehen kann. Ja, das war ja wohl eine Tür. Ja. Der ist, glaube ich, von oben ist er runtergelaufen. Ne?
Das heißt, er ist in einer, residierte in einer oberen Etage. Und da müsste dann auch der Spiegel sein wahrscheinlich. Ist das Moos nur an den Seiten irgendwo oder gibt es auch irgendwo so eine Art Weg, wo halt öfter mal jemand lang gegangen ist, dass dort kein Moos mehr ist oder dass er irgendwie noch einen Fußabdruck im Moos hinterlassen hat bei seiner Flucht? Nein, also der ganze Hof ist aus kleinen Steinchen, also wie Kiesel, die da ausliegen, okay. Und zwischendrin wächst immer mal wieder ein Grashälmchen oder Moos. Ach so, okay, alles klar. Mehr Moos unter dieser gigantischen Ulme, die da steht. Sehen wir Leichen? Nein. Sehen wir Leichen? Ihr seht gar nichts. Ihr seht einen komplett leeren Hof. Diese Ulme lebt aber. Ja, sie hat sehr grünes, saftiges Blattwerk. Vielleicht ich vermute ist das ein mal, dass Hüterbaum. Das wie halt unsere Bäume in den Dörfern, oder nicht? So ein... Der Baum auch magisch? Ja. Was für eine Magie geht von dem ab? Oh, Moment. Ordnung. Ah ja. Sollen wir einfach mal mit der ersten Tür anfangen? Wollt ihr, also wie nah seid ihr denn an dem Baum? Oder steht ihr noch an der Tür? Also ich stehe noch an der Tür. Wir stehen noch an der Tür, ja. Ich würde auch vermuten, dass ihr gleich anfängt, da rumzulaufen. Das ist ein Feenbaum. Nee, also wenn ihr den Baum anschaut, der ist, ihr habt ja jetzt Juli. Er schaut auch aus wie im Juli. Ihr merkt, dass der sehr gesund sein muss und ihr seht aber auch, dass an der Rinde irgendwo ist so eine Auswulstung. Was genau? Wie meinst du eine Auswulstung? Ja, die Rinde steht einfach so ein Stück weit weg, wie so ein riesiger Wulst an der Rinde dran. Also quasi einmal drumrum, also ein Kreis? Nein, nur an einer Stelle. Ja, ich würde mich dem Baum. Ein Baumhüter. Ich würde mich dem Baum mal vorsichtig nähern. Mhm. Nähere mich mit. Bleib, wo ich bin. Und bewache. Ich auch. Ihr nähert euch der Ulme und ihr seht, dass diese Ausbuchtung fast die Gestalt eines Menschen zu haben scheint, aber es ist einfach dicke Rinde. Oh. Geht von dieser Ausbeulung, geht da noch eine andere Aura von aus als vom westlichen Baum? Ja, eine neutrale. Die Größe von Bedelia ungefähr? Ungefähr. Ich hatte noch die Vision, dass sie von irgendwas Pflanzlichem eingewickelt wurde. Vielleicht sitzt sie in dem Baum da drin. Sagst du das? Oder denkst du das nur? Nein, das habe ich gerade gesagt. Das wäre aber schon ein ziemlicher Zufall, wenn wir jetzt hier Bedelia treffen würden, meinst du nicht? Bedelia wollte doch hier hin. Ja, und ist ja auch gekommen und nicht wieder zurückgegangen. Genau. Dann die Frage ist, so oder so ist da offensichtlich jemand drin. Wie kriegen wir den da raus? Ohne dass wir selber auch verschluckt werden von diesem Baum. Klopf doch mal! Hingehen, ich habe ja einen Speer. Der Speer wird irgendwo eine Spitze haben natürlich und dann hat man eine gewisse Reichweite und dass man mal irgendwo so auf Beinhöhe... Wie hoch ist denn jetzt diese Menschen, dieses Geschwulst denn... Auf Bodenhöhe, also auf statt Bodenhöhe. Gestanden. Okay. So wie wenn ein Mensch stehen würde am Baum. Die Arme scheinen... Also, es schaut auch aus, es ist so ein Wulst, als würde jemand diesen Baum umarmen, quasi. Ja. Ach so, das kann natürlich genauso gut sein, dass sie nicht zwangsläufig da reingegangen ist, sondern dich halt dort mit schützt. Dass sie sich selber mit dem Baum verbunden hat. Kennst du diese Art Zauber? Weißt du, wie man ihn aufhebt? Oder kann man sie erreichen, dass sie ihn selber aufhebt? Das wäre in etwas fortgeschritteneren Lektionen im Hexendasein. Es sei denn, ich kann irgendwo mit Pflanzenkunde oder so etwas da jetzt. Es wäre eher irgendwas Richtung Magie, uralte Geschichte, Feenwesen, magische. Ja, das haben die anderen alle. Also uraltes Wissen und genau. Uralte Geschichte und verbotenes Wissen habe ich. Ja, dann würfel doch da drauf. Ich könnte Schmieden anbieten. Jo, ich habe eine 5 gewürfelt. Perfekt. Starke Feenmagie, triadische Magie.
Okay, ja, das sage ich auch, ja. Dryadisch. Komm auch mal dazu. Das will ich mir jetzt anschauen, wenn ihr da so flüstert und tuschelt. Ja, da komme ich dann auch. Dass man mal mit dem Speerschaft gegen den Baum klopft, so seitlich, und dann tatsächlich, so blöd das auch klingt, dieses Hallo, jemand zu Hause? Ihr hört ein Rauschen in der Baumkrone und die Krone scheint sich zu bewegen, als ob Wind dadurch fahren würde. Okay, das nehme ich als ein Ja. Die Dryade, die wir schon mal getroffen haben, war das ein Wesen der Ordnung? Also hat das eine Aura der Ordnung gehabt? Oh, das weiß ich nicht mehr. Also Dryaden können alle drei haben. Ah, okay. Eher Ordnung also. Oder neutral. Die sind eigentlich sehr naturverbundene Schützer. Okay, dann könnte das passen. Okay, ja. Also ich habe dir natürlich auch gesagt, dass der Baum eine eigene magische Aura hat und so. Ne? Ja. Ruf doch mal nach Bedelia. Vielleicht, wenn sie deine Stimme hört, vielleicht kommt sie dann raus. Ja, Bedelia, bist du das da drin? Kannst du dich irgendwie selber befreien oder müssen wir nachhelfen oder irgendwas machen? Passiert erstmal nichts, außer wieder diesen rauschenden Baumkronen. Zweige, die sich hin und her wiegen. Kann einer von uns schnitzen? Meinst du mit dem Öffnungsritual? Ja, genau. Der Spruch hat keine Wirkung auf magisch versiegelte Schlösser. Das heißt, ich würde jetzt erstmal davon ausgehen, dass das nicht funktionieren kann. Weil das wäre jetzt meine Idee gewesen, mit dem Öffnen-Zauber das zu versuchen. Ich meine, ich kann es natürlich trotzdem machen, aber dann ist eben halt ein Zauber weg für heute. Ja, ne? Ja. Gut, ich bin jetzt... Es ist jetzt die Frage, ob ich noch Zaubersprüche wirken muss heute. Ja gut, ich meine, wir sind jetzt hier da, wo wir hin wollten. Ich vermute, die Chance, dass du zaubern werden musst, ist sehr hoch. Ich befürchte auch. Wollen wir vielleicht einfach mal das hier sein lassen und eine der Türen öffnen und uns später nochmal diesem Baum widmen? Ja. Sagen wir so, wenn uns jetzt eh nichts einfällt, was wir noch machen können, dann macht es auch keinen Sinn, weiter hier zu warten. Denn der Baum steht wahrscheinlich schon länger und ob er jetzt gerade nur auf uns gewartet hat, ich fasse den jetzt einfach mal mit meiner tätowierten Hand an. Ja, es segelt ein Blatt herunter. Das Blatt hebe ich gleich auf. Es ist ein rotes Blatt, interessanterweise, und darauf steht ein Zauberspruch. Ja. Ja, dann wirk den mal. Ja, ich kann nicht zaubern. Ich gebe dir den Spruch mit dem Blatt. Ich guck mir das mal an. Bin total verwundert. Du guckst Gwen an. Ja, also du erkennst, dass es ein Zauberspruch ist, aber du kannst das Wort nicht lesen. Die Buchstaben scheinen irgendwie dann zeig sich mir das permanent mal, zu vertauschen. Ja. Hier, Fergas, schau mal. Ja, dann nehme ich das. Ja, du liest Federfall. Ein Zauberspruch für Federfall. Und mit einer schnellen Handbewegung und einem geflüsterten Wort schwebt das Ziel des Zauberspruchs sanft wie eine Feder zu Boden, ohne bei der Landung Schaden zu nehmen. Endet die Wirkungsdauer des Zaubers, während sich das Ziel noch in der Luft befindet, fällt es erneut mit ungebremster Geschwindigkeit und du kannst einen Zauber. Seite 42 im Regelwerk. Okay. Ich präg mir den Zauber genauer ein.
Ich fasse nochmal den Baum an, vielleicht fällt ja noch ein Zauber runter. So ein ganzes Zauberbuch. Ja. Es regnet auf. Es rauscht in den Blättern und Gwen, du merkst, wie sich ein Ast, ein dicker, großer Ast, auf dich zubewegt, allerdings relativ langsam behäbig. Ja, dann steht er sofort zurück. Und er kommt so langsam in deine Richtung, aber nicht mit so viel Schwung, dass er dich verletzen würde. Und lässt du dich berühren? Ach so, okay, gut. Also wenn ich wirklich davon ausgehe, dass er mir jetzt nicht noch mal die Nase... Eine langsame Bewegung. Ich lasse mir nicht nochmal die Nase brechen, aber ja. Ich lasse mich durchaus berühren. So, Gwen geht so kurz zur Seite, der Ast schwenkt hinterher, nochmal zur Seite, der Ast schwenkt hinterher und dann schiebt er dich so ein bisschen von sich weg. Okay, also I get the message, darling. Und der Ast schnell zurück in die Höhe. Dann probiere also ich das mal. Und ja, ihr seht, der hat, wenn er will, hat er wohl ganz schön Wumms mit Power seinen Ästen. Ja. Mhm. Ja klar, ist ein Baum. Lieber Baum, lieber Dryade, wenn das tatsächlich Medelia ist, dann brauchen wir sie eventuell wieder. Eventuell! Dann gehe ich mal hin und fass mal dieses, ja, diese eingewachsene Figur an. Und gucke nach, ob mich jetzt Äste beiseite schieben wollen oder jetzt nach mir geschlagen wird. Also auch zu dir senkt sich einer der großen Äste von der anderen Seite und schiebt dich einfach von dem Stamm weg. Okay, alles klar. Ich hab's verstanden. Ich berühre mal den Stamm an der Stelle, wo die Auswurzelung ist, mit dem Hüterdolch. Aber jetzt, ich stech nicht rein, sondern ich berühre nur mit der Klinge, berühre ich das Holz. Ja, der Ast schnellt so schnell runter, bremst kurz davor ab und du wirst ziemlich unsanft weggeschoben. Also, ja, stolperst nach hinten. Ich glaube, wir sollten ihn nicht weiter provozieren. Welche Tür nehmen wir? Die direkt hier, die große? Oder, ich werf einen kurzen Blick auf mein Feuerhorn und steck's da wieder weg. Yeah. Also ich würde sagen, wir machen das einfach mal planmäßig. Immer links rum. Okay. Also durch die linke Tür als erstes. Mhm. Also dahin. Mhm. Ja, genau. Moment, ich renne dir hinterher. Schwupp. Die teleportieren Moment, über den Hof. Moment. Die Tür hat eine Klinke und ein Schlüsselloch. Wir probieren die Klinke, ob die Tür offen ist. Die Tür ist offen. Das siehst du. Und was ist dahinter? Ihr öffnet die Tür und dahinter seht ihr einen sehr schmucklosen Raum, der nach rechts in einen Gang abgeht, in einen schmalen Gang. In dem Raum ist, der Boden ist ein wenig seltsam, fast so, als wäre ledrig, als hätte jemand irgendwie, ja, wie Polster ein bisschen, zumindest an einigen Stellen. Und überall sind Übungspuppen, Zielscheiben, gefüllte Lederkissen. Und überall sind Kratzer und Schrammen von Schwerthieben oder Morgensternen. Ja. Okay. Und sind das da Fenster oder Türen da? Türen. Seite? Da scheinen Zimmer abzugehen. Ach je, so viele. So die Kaserne. Ja, da wohnen da die Wachen und so, ja. Also haben gewohnt. Sind da denn jetzt Leichen? Nein. Okay, die erstaunlich. Haben sich ja dann vor den Zinnen gestürzt. Okay, dann. Aber doch nicht nur, oder? Die vom Schloss laut dem Fürsten schon. Doch, alle? Okay. Also er meinte dann, die Wachen. Ja, okay. Ja, wollen wir das jetzt alles untersuchen? Dann müssen wir jede Tür mal aufmachen oder die hier unten vielleicht? Nee, ich glaube nicht, dass wir dafür die Zeit haben. Aber was wir vielleicht einmal machen können, ist... Hallo, ist da wer? Keine Antwort. Bis auf diese maunzende Katze, die da eingesperrt ist irgendwo. Außer eine maunzende Katze, die an euch vorbei in den Hof wegrennt. Ja, die lassen wir frei, alles klar. Wollen wir einfach vielleicht mal den Gang entlang nach Norden laufen? Denn jede Tür zu öffnen, glaube ich, ist jetzt wirklich nicht zielführend. Aber ich möchte kurz mal hier reingucken. Also wenn wir schon Türen aufmachen, dann einfach mal versuchen, ob die aufgeht. Wenn nicht, ist egal. Die nach unten? Ja. Mhm. Die geht auf. Du siehst offensichtlich die Rüstkammer. Waffen und Rüstungen fein säuberlich verstaut. In einer Ecke ein Tisch und Utensilien zur Waffenpflege. Bottiche, Schwämme, Verbände und Fettsalben, die da an einem weiteren Tisch stehen, mit so Lederriemen drauf. Und
Am Ende des Raumes steht eine mit funkelnden Edelsteinen besetzte Rüstung. Ungefähr die Größe vom Elfenfürst, würdest du schätzen. Mhm. Braucht noch wer Waffen oder Rüstung? Ich würde reingehen und zumindest mal schauen, ob die Edelsteine an dieser Rüstung alle sehr fest sind. Ja, in dem Moment, als du die Rüstung berührst. Else! What did you expect? Okay, Else, du wirst angegriffen. Die Rüstung hebt ihren Arm und schlägt mit einem Schwert zu. Ich rufe zur Seite. Schwert. Ja, sie hat ein ebenso Edelstein besetztes Schwert. Else, vielleicht schneller Rückzug? Ja, ich hüpfe zur Seite. Ja, schauen wir mal, ob sie dich erwischt. W20 ist es, ne? Else ja. Ist tot. Mit Angriff schon. Nö, das kommt nicht über deine Rüstungsklasse. Sie haut phänomenal daneben. Sie scheint sich erst zu sammeln. So ein Glück. Sie ist noch nicht warm gelaufen. Ich hechte zur Tür und schmeiß sie hinter mir zu. Du bist doch die Einzige im Raum gerade, ne? Ja. Mhm. Ich habe nur reingeguckt, also ich stand vorne vielleicht irgendwie und dann... Du schmeißt die Tür zu und es dauert kurz ein wenig, bis sie so ein Bonk, Bonk, Bonk... Ja, wir warten, bis sie sich kann da... Man die Tür irgendwie, Moment, kann man die Tür irgendwie verriegeln? Ist da irgendwie ein Riegel oder so? Nee, es gibt ein Schloss, da steckt aber kein Schlüssel drin, aber es gibt genug, also so Übungspuppen oder so, die ihr davor schieben könntet, wenn ihr wollt. Das würde ich jetzt tatsächlich machen, ich würde die verbarrikadieren, soweit es geht. Ja, das schafft ihr ohne Probleme. Entschuldigung. Also, Else, vielleicht ist das nicht der richtige Ort, um auszuprobieren, ob du eine Meisterdiebin bist, denn hier ist alles irgendwie komisch. Hm. Ja, offensichtlich. Es ist geläutert. Haben wir hier aber irgendwie Leuchtmittel, also eine Laterne, Fackel oder irgendwas? Sind an den Wänden, ja. Und die brennen alle? Nee, aber könnt ihr anmachen. Könnt ihr welche mitnehmen? Ja, ich kann es nicht. Ich möchte nichts in die Hand nehmen, weil ich meine Hände brauche für mein zweihändiges Schwert. Aber wir sollten vielleicht ein paar mitnehmen. Ja. Ich würde eher meinen Zaubertrick Licht wirken. Oder so. Mhm. So. Weil der nochmal, glaube ich, besser leuchtet als so eine Fackel. Ich nehme trotzdem eine Fackel mit, falls wir irgendwo gegen Gegner antreten müssen, die flammenempfindlich sind. Eine gelöschte Fackel oder eine entzündete? Eine gelöschte erstmal. Okay. Mhm. Wir werden ja irgendwas haben, um das anzuzünden, ne? Das Horn zum Beispiel. Ja, genau. Ich bin einmal hier so in diesen Gang reingegangen. Was ist denn hier Richtung Norden, den Gang weiter entlang? Da ist Wand am Ende. Ach so, okay. Das ist eine Sackgasse. Es gehen 4, 5, 6, 7 Türen davon ab quasi. Ja. Also ich vermute, ihr habt recht, dass das hier die Kaserne ist. Ich meine, wir könnten noch probehalbe eine Tür öffnen, um zu gucken, ob dahinter ein Schlafzimmer ist. Ja, ich mach die auf. Welche? Okay. Die zweite von unten. Ja, hier? Es scheint eine Kammer zu sein. Also eine Kammer, eine Wachen wahrscheinlich. Okay. Der Raum ist leer, ist nichts weiter. Also stehen, sieht so aus, als wäre er bewohnt. Also dieses Schloss ist nicht leer. Das schaut einfach so aus, als wäre es genutzt worden und einfach nur menschenleer. Mhm. Teilweise liegen tatsächlich auch Sachen einfach so rum, wie dagelassen. Und wenn du so in das Zimmer reinschaust auf die Schnelle, du erkennst eben, dass es eine einfache Kammer ist. Du darfst aber mal ein W100 würfeln. Ein W100, ja. Mhm. Eine 57. Mhm. Ich findest du jetzt die. Du findest einen aufwendig mit Korken und Wachs verschlossenes Gefäß ohne erkennbaren Inhalt. Ohne erkennbaren Inhalt, aber wenn es. Es ist was drin, aber es genau ist verschlossen eben. Den Blick. Nicht magisch. Nicht magisch, gut. Schüttel doch mal, ob es eine Flüssigkeit ist oder was Festes. Flüssigkeit. Das ist bestimmt eine Schnapsflasche. Oder ein Heiltrank.
ich stecke das mal ein und nehme es mit und dann untersuchen wir das später. Ich tippe also Alkohol ist ja, hat ja durchaus medizinische Wirkung. Also er öffnet, er erweitert ja die Arterien und so. Da fließen dann die, fließt das Blut viel mehr, die Adern meine ich erweitern. Ja genau, lass uns weiter. Sag mal, Fergas, also beim Rausgehen frage ich dich so, konntest du das Blatt einfach so lesen? Ja. Du nicht? Nein. Aber habe ich doch richtig verstanden. Das war der Zauberfederfall. Vielleicht. Aber. aber. Wenn jetzt der Zauber. Nehmen wir mal wirklich an, da ist Bedelia drin. Und es war jetzt Bedelia, die dir auf ihre Art und Weise jetzt versucht hat, den Zauber zukommen zu lassen. Wenn das. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie da raus möchte. Wie soll der Federfallzauber dir dabei helfen, sie aus diesem Baum rauszukriegen? Ich glaube, er ist für etwas anderes wichtig und sie kommt schon später wieder raus. Wir müssen jetzt, ich will diesen Engel erstmal, beziehungsweise Gwen soll diesen Engel erledigen und dann können wir weitersehen. Ja, dann machen wir doch hier nördlich vom im nördlichen Teil des Platzes machen wir die nächste Tür auf. Else, geh von der Tür weg. Vergess meinen Token halt immer. Die Tür wird immer noch erschüttert von Schlägen, ne? Ja, um Gottes Willen. Die Tür hier, die hier, würde ich gerne auch wieder verschließen, also zumachen zumindest. Ja. Okay. Hat denn die Tür irgendwelche sichtbaren Spuren schon gehabt, also dass er sich da langsam durchhackt, oder haben wir noch, also... Noch nicht. Noch nicht, okay, gut. Ja, dann weiter. Wahrscheinlich irrt dann irgendwann diese Rüstung durch das leere Schloss. Vielleicht können wir die auf Ezechiel hetzen. Dann werdet ihr mir noch dankbar sein. Total. Wir machen jetzt die Tür hier zum Hof hinter uns wieder zu und dann kann die Rüstung mal gerne hier mit uns verstecken spielen. Tatsächlich, als ihr diesen Gang betretet, ist es ein sehr, das ist ein breiterer Flur auf jeden Fall, mit Teppichen ausgelegt. Es gibt Tapete, also so Stoff-Seidentapete an den Wänden und die Leuchte dort scheinen magisch zu sein, denn sie werden von einem Licht erhellt, sobald ihr das Schloss betretet. In Ordnung, das scheint der Wohnbereich zu sein. Dann gehe ich jetzt erstmal davon aus, dass die rechte Tür vom Platz in den Gesindebereich geht, wo die Küche und sowas ist dann wahrscheinlich. Also es ist ja unglaublich. Ja. Du bist total verschwendet an die Bar deiner Eltern. Nicht wahr? Deswegen bin ich ja auch mit euch unterwegs. Das ist für die ganze Welt eine Bereicherung. Ja. Ja, die ganze Welt, natürlich. Wie sagte der Feenfürst? Abenteurer, Helden! Wir sind die am wenigsten inkompetente Heldengruppe. Eben jene. Gut, haben wir Türen zum Aufmachen, um reinzugucken, was drin ist? Du stehst vor einer Tür links, ja. Ja, genau, da ist eine. Sieht man das nicht? Dann zumindest mal einen Blick hineinwerfen, wenn irgendwelche Gegenstände sind, die sich bewegen könnten, wie die Rüstung. Auch holen. Die Tür lässt sich öffnen. Aha, sehr gut. Wow. Und dein Herz geht auf. Es ist ein Kaminzimmer, eine Bibliothek. Dunkles, getäfeltes Holz, also Raum mit getäfeltem Holz. Ein Kamin, in dem allerdings kein Feuer brennt. Gemütliche Polstersessel und lange rote Vorhänge vor den bodentiefen Fenstern. Und Regale voller Bücher. Ja, dann würde ich vorschlagen, rettet ihr jetzt die Welt und ich mach's mir hier bequem. Ne? Du willst doch nur die Tochter der Hure aus dem Hafenviertel lesen. Nee. Band 2. Das wurde uns doch schon mehrfach vorgetragen. Sogar mit verteilten Rollen habt ihr das gelesen. Mal einen kurzen Scan an den Boden. Nicht, dass hier der Spiegel sich irgendwie wieder zusammensetzt. Wir suchen ja die Splitter und irgendwo einen kleinen Zeh oder so. Vielleicht ist es auch mittlerweile etwas mehr. Also wenn du mehr guckst auf den Boden, da ist nichts. Ein Buch liegt so ein bisschen achtlos auf dem Boden, als hätte es jemand fallen lassen. Allerdings sind die Seiten leer. Also es liegt so aufgeschlagen auf dem Boden, die Seiten sind leer. Ich gehe da mal hin, nehme das Buch auf. Wenn du vorne drauf schaust, auch der Einband ist leer.
Aber das ist doch merkwürdig. Der Blick. Mhm. Ja, eben. Kein magisches Buch, allerdings spürt ihr beide teilweise Magie um euch herum. Mhm. Und wenn ihr die Bücher anschaut, die meisten scheinen komplett leer zu sein. Es gibt nur ganz wenige, wo ihr Titel auf den Einbänden seht. Und nach wie vor überall, also dieser Schutzzauber, der noch drüber zu liegen scheint. Mhm. Ja, ist der okay. Schutzzauber derjenige, der verhindert, dass wir die Bücher lesen können, damit auch kein anderer sie lesen kann? Möchte jemand eins rausziehen, wo Schrift zu erkennen ist? Ja. Mhm. Was hat man denn da für Titel zum Beispiel, wenn es die gibt? Würfel doch bitte mal. Moment. Erstmal einen W10. Ja. Habe ich eine 2 gewürfelt? Es ist ein zusammengenähter Rest von Schriftrollen, den du da hast. Okay. Bitte ein weiterer W10. Ja. Beziehungsweise 3 brauche ich. Also 3 W10. Da habe ich einmal die 1. Da habe ich die 8. Und die 1. Ungewöhnliche Sprüche der zeitlosen Propheten. Hoho. Eine neue Profession für mich. Ich werde auch Prophet. Oh Gott, helfe uns. Bei den Göttern. Und wahrlich, ich sage euch. Mach doch bitte mal. Censio Kerlaun esse Delenda. Ja, genau. Wieso Kerlaun? Da gibt es doch die netten Ponys. Genau, im Übrigen, ja. Taran, mach doch bitte mal eine Intelligenzprobe, Taran. Wir finden bestimmt noch eine Zelle im Keller, wo wir ihn lassen können. Dann geben wir ihm das Buch mit und dann kann er da vor sich hin. Also jetzt sei doch nicht so gemein. Jo, Schwarzmagier wohnt immer im Keller oder in einem Schrank. Du hast ja nur Angst, dass er dann doch noch Ludmilla und dir Konkurrenz und so. Nein. Ich habe immer noch Izzy. Ich habe die 2 gewürfelt. Er hat ja immer noch Izzy, er kann sich ja aussuchen, also er ist ja egal. Aber nee, Aleph hat jetzt Izzy und Ludmilla nimmt dann Taran und dann war's das, junger Mann. Aleph hat Ludmilla und Izzy. Genau. Und seine Eltern. Und seine Eltern. Und die Enten. Und die Gänse. Die Gänse. Passt da schon drauf auf. So, weiter. Ja, neben dieser zusammengenähten Schriftrolle, die du rausgezogen hast, kippt ein Buch so leicht zur Seite, jetzt wo der Gegenstand daneben nicht mehr drin steht und du ziehst ihn raus. Es ist ein Buch der alten Schrift. Und die Wörter haben einen stark elfischen Einschlag. Mhm. Also auch Wörter, die du vielleicht noch nicht kanntest, kannst du hier gut nachschlagen. Ah, hervorragend. Haha! Ja. Das stecke ich natürlich ein. Das kann uns noch sehr nützlich sein. Ja, gut. Wollen wir dann weiter? Mhm. Ja. Aber das Buch, was ich als erstes aufgenommen habe mit den leeren Seiten, nehme ich auch mal mit. Mhm. Das hat das. Ach so, ja. Kannst du mitnehmen. Ja. Was macht ihr? Wir gehen wieder raus in den Gang. Und Wir gehen rechts. Ist da im Norden auch eine Tür? Oder geht der Gang rechts ab? Nee, da ist keine Tür. Wie ihr seht, dass der Gang weiter geradeaus geht. Dann gehen wir mal weiter, geradeaus. Da ist da hinten eine Tür oder was ist das? Ich versuche es mal so aufzumachen, dass ihr es immer seht. Da ist definitiv eine Tür hier. Ja. Da, wo blaue Linien sind, das sind nämlich tatsächlich verglaste Wände. Oh, ihr steht, geht links entlang vorbei an einem es muss ein sehr langer Raum sein, aber ihr steht jetzt vor diesem. Es schaut aus wie ein kleiner Innengarten, der aber überdacht ist. Ihr kennt aber auch, dass links eine Wand ist. Also es scheint kein durchgängiger Raum bis links zu dem zur Bibliothek zu sein. Da muss noch irgendwas dazwischen liegen. Und es ist eine stabile Eisentür in der Mitte und der Rest drumherum ist verglast. Und ihr schaut in diesen Raum und es ist, habt ihr noch nie gesehen sowas? Und zwar seht ihr fast wie einen kleinen Garten,
mit Pflanzen, die unbekannt sind. Allerdings auch eine Wasserstelle, wo so Wasser draus zu sprudeln scheint. Ihr seht im staubigen Boden davor Fleischreste. Schaut aus wie eine Keule, die irgendwie, wo schon Fleisch rausgerissen wurde. Und ihr seht plötzlich eine Bewegung aus diesen Sträuchern. Und euch kommt ein großes Tier entgegen, hüfthoch. Es taucht aus den Schatten des Strauchs auf und kommt auf euch zu. Und ihr seht die Bewegung der Muskeln, die durch dieses golden schimmernde Fell an den Lenden streicht und so einen wild peitschenden Schwanz. Es muss eine Raubkatze sein, wie ihr sie noch nie gesehen habt. Und sie läuft bis vor das Glas, bleibt davor stehen und mustert euch aus braunen Augen. Und weiter passiert tatsächlich erstmal nichts. Ihr steht euch regungslos entgegen. Vielleicht sollten wir da nicht reingehen. Vielleicht sollten wir einfach mal Hallo sagen. Dem Blick. Ich möchte wissen, ob das Tier magisch ist. Es ist magisch. Ah, eine magische Großkatze. Hat nicht die Sterndeute was von Feenlöwen gesagt? Ist das hier ein Feenlöwe? Tjaldur. Nee, Tjaldur sah ganz anders aus. Ja, ich weiß. Ich halte mal meine Hand an das Glas vor sein Gesicht. Mach doch bitte eine Charisma-Probe. Charisma also, kann ich. Ja, also links und rechts ist Glas, über der Tür auch. Die Tür selber sind so eiserne Gitterstäbe. Ach mit so. Einem großen Schloss. Ich habe eine 9 gewürfelt und ich habe Charisma 15. Ja, du hältst die Hand rechts neben das Glas und sie, diese große Katze geht wie schnuppernd an das Glas und legt sich dann vor die Tür und starrt euch weiter an. Es klingt jetzt komisch, aber der scheint jetzt aktuell ja so nicht gefährlich zu sein. Wenn das eine Feenkatze ist, dann kann man mit denen, ich sag mal, interagieren und das wir vielleicht dem einen Gefallen tun und ihn befreien. Ich glaube nicht, dass er hier gefangen ist. Fragen wir ihn doch. Bist du hier gefangen? Beobachtet euch weiter. Ja, dann werde ich jetzt anfangen genau. zu zaubern und genau. wirke Tiere verstehen. Und mit einer 2 ist mir das auch sehr gut gelungen. Fergas, the stage is yours. Ich zeig ihm so. Das ist die Frage. Ging das bei Feenwesen auch? Ja. Du kannst auf jeden Fall die Stimmung von dem Tier gut rauslesen. Mhm. Es ist angespannt und nervös. Und du fühlst durch deinen Körper diese Enge, dieses Eingeengte, als hätte dich jemand versteinert und würde dich in ein immer kleineres Loch zwingen. Oha. Ja, ich lese hier gerade, der Magier kann zu jedem nicht magischen Tier sprechen. Darüber hinaus bringt dieser Zaubertrick Tiere dazu, mit dem Magier zu sprechen, anstatt zu fliehen oder anzugreifen. Ich meine mit diesem Brotos, diesem kleinen... Der hat dir bewusst Dinge gezeigt, ja. Ach so. Gedanken gezeigt. Das war auch kein magisches Wesen, es war einfach ein seltsames Tier. Ach so, okay. Oder Pflanze, wer weiß das schon. Also er fühlt sich ziemlich eingeengt und ich glaube, wenn wir ihm eine Fluchtmöglichkeit geben, dann wird er eher zusehen, von hier zu verschwinden. Wenn wir also vorne an dem Gang die Tür aufmachen... Und das Tor und das andere Tor. Die Ausmaße von dieser Stahltür, wo hinter der Löwe, wenn es ein Feenlöwe ist, sitzt. Wenn wir die jetzt aufmachen würden, dass sie in den Gang hineinragt, in dem wir jetzt sind. Wie viel Lücke wäre dann noch zwischen der Wand und der Tür? Also könnte, wir machen die Tür auf. Die Tür ragt in den Gang und dann ist ja noch irgendwie ein Spalt. Die Türen gehen nach innen auf. Ach, die geht nach innen auf? Ah, okay. Alle, weil sonst wäre der Gang einfach sehr voll. Okay. Und man knallt vielleicht einem Bediensteten halt die Tür ins Gesicht, wenn der da gerade durchrennt.
Und wenn ihr einfach in den Raum, also im Zweifelsfall frisst er dann nur halt mich, dass ihr halt irgendwo noch eine Tür dazwischen habt, in den nächsten Raum geht oder in die Bibliothek oder so. Dass ihr offen lassen den raus. Vielleicht hilft er uns später irgendwann. Sorry, ich bin auf Mute. Eine Frage. Du hast ja gesagt, dass diese, dass hier hinten auch gläserne Wände sind. Südlich. Ja. Was ist denn dahinter? Punkt. Da ist ein Rudel. Schön, dass du fragst. Das sind die 10 anderen Löwen. Ja. Genau, geh direkt rein. Du drehst dich um. Und schaust durch diese gigantische Glaswand. Und es scheint ein Speisesaal zu sein. Gewaltige Kronleuchter, die sich erhellen, sobald du in den Raum schaust. Eine lange Tafel. Du siehst auf der anderen Seite den Innenhof. Ja. Du siehst quasi durch auf den Innenhof. Interessanterweise vom Innenhof. Da ist eine Wand. Die muss zum Innenhof führen, genau. Du siehst, wie gesagt, die lange Tafel mit einem schönen Läufer. Du siehst Vitrinen voller Silberbesteck an der Wand zum Innenhof. Feinstes, verziertes Porzellan, silberne Teller. Und die Aufmerksamkeit erregt allerdings eher die Wand zu dem Raum zu deiner Rechten von dir aus. Denn auch dort ist alles verglast. Und du siehst in der Mitte ein seltsames Steingebilde in Türform. Der Rest drumherum ist aber komplett verglast und gibt den Blick auf den Thronsaal dahinter frei. Der Thronsaal ist mit teuren Fellen belegt, teilweise nicht zuzuordnen, Leuchtern an den Wänden aus funkelnden Steinen, ein gewaltiger Thron aus verflochtenen Hölzern und mitten in dem Thronsaal steht wie ein Gerippe ein leeres Spiegelgerüst. Der Boden davor ist mit Splittern übersät, die sich wie in einem Strom über den Boden zu winden scheinen, um sich zu einem engelsgleichen, geschlechtslosen Gestalt zusammenzusetzen. Und du erkennst, dass dort bereits Beine, Unterkörper und Brust zu sehen sind. Oh. Hände, Arme und Kopf scheinen noch zu fehlen. Und diese Spiegelsplitter sammeln sich vom Boden und bilden sich recht langsam, aber beständig zu dieser Gestalt. Wenn wir abstimmen, dann wäre ich dafür, dass wir uns zuerst darum kümmern, bevor wir irgendwas mit diesem Löwen machen. Ich würde den Löwen vielleicht als Fluchtmöglichkeit in Betracht ziehen. Inwiefern? Wenn das ein Feenlöwe ist, kann er uns raus teleportieren. Wir müssen erstmal da rein und ich habe keine Ahnung, wie wir da reinkommen. Ja, wird's denn da ist keine Tür. Wir können nicht, also der Thronsaal hat eine Tür in diesen Speisesaal, aber der Speisesaal selber hat keine Türen. Aber wir waren doch noch nicht um die Ecke, oder? Das kann natürlich sein. Da ist auch keine. Wie sieht es dann oberhalb aus? Also wenn man nach oben guckt, hat das eine Decke. Ich meine, gut, die Kronleuchter müssen irgendwo dranhängen, aber... In dem Speisesaal? Sowohl als auch. Ja. Soweit man halt gucken kann. Ihr seht, da wo ihr jetzt steht an der Wand, wieder so eine eingemauerte Tür. Vielleicht brauchen wir den Löwen, um da reinzukommen. Frag ihn doch mal, ob er uns da reinbringen kann. Ja, ich versuche mit dem Löwen jetzt zu kommunizieren und ihm quasi so das Bild zu schicken, wie wir halt dort rein müssen. Dann mach doch bitte nochmal eine Charisma-Probe. Eine 3? Wow. Eine Charisma 9, das ist jetzt nicht viel, aber zumindest geschafft. Er schaut dich an und schiebt eine Pfote durch das Gitter. Dann stellt er sich tatsächlich auf die Hintermann, macht so fast, geht ein bisschen hoch und klappt quasi die Vorderpfoten über dem Schloss von innen. Ach, ist das goldig, die haben doch so riesige Pfoten. Die schauen jetzt nach draußen quasi und er guckt so durch die Gitter. Wir müssen erst das Schloss aufmachen, um ihn da rauszukriegen. Else könnte das wahrscheinlich tun. Ja. Und ihr hört von weiter weg Schläge wie Schwerthiebe auf Holz. Oho. Okay, dann haben wir nicht viel Zeit. Else, wenn ich bitten durfte, lieber Löwe, kurz die Pfoten wegnehmen, dann machen wir das Schloss auf. Nicht, dass du dir die Pfoten einklemmst, das wäre jetzt doof.
Ja, ich versuche an diesem Schloss rumzufuhrwerken. Das ist echt so, das ist echt so. Oh, der Löwe, der wird es bestimmt fressen. Der Löwe so tatzen so. Oh, der ist so süß. Ich wollte gerade sagen, ich streiche ihm so ein bisschen über die Pfoten. Da zieht er sie allerdings zurück. Oh, na gut. Und er geht auch ein Stück weit weg vom Gitter, wenn jetzt so viele vor dem Gitter stehen. Ja, das ist gut. Entschuldigung, ich weiß, sie waren ja etwas eigen. Ja, manche Katzen mögen es nicht, wenn man sie an den Füßen anfasst. Ja. Komisch. Also ich mache mich ans Schlösserknacken. Mein Character Sheet ist nur gerade noch am Laden. Du schaffst es, Else. Wir glauben an dich. Bin einfach so konzentriert. Moment. Ja, genau. Wenn du einfach so einen Roll in den W20 würfelst? Hängt ja trotzdem ähnlich wissen. Stark. Also ist alles über Roll 20. So, soll ich einfach einen W20 würfeln? Passt. Eine 4. Okay. Ja, locker, du flocky. Knackst tatsächlich, es dauert zwar relativ lang, es scheint ein kompliziertes Schloss zu sein, aber du knackst dieses Schloss und du merkst, dass die Tür sich leicht nach innen öffnen lässt. Moment, Fergus, bevor wir die Tür aufmachen, frag ihn doch mal, wie er heißt. Dann können wir ihn gleich mit seinem Namen ansprechen. Okay, also du hast gemerkt, dass er bisher nicht mit dir kommuniziert hat oder du hast nur seine Gefühle erkennen können. Ja. Vielleicht wird seine Magie da drin irgendwie gebannt oder so, sonst hätte er sich ja selber raus teleportieren können. Oder er ist keine Feenkatze. Dann haben wir vielleicht ein Problem jetzt, wenn wir die Tür aufmachen. Dann hättest du aber mit ihm reden können müssen. Auch wieder. Also ich halte die Tür die ganze Zeit mal noch fest. Und er ist ja magisch. Ihr seht, dass die Augen hin und her zucken. Dann mach mal auf. Und die Muskeln sich anspannen. Ja. Eins. Vielleicht geht ihr zur Seite oder so und... Ja. Also ihm so ein bisschen Platz lassen. Mal die Tür aufmachen, gucken, was passiert. Du machst sie auf? Ja, ich stoße sie so nach innen auf und gehe dann schon. Ihr seht, wie er sich so nach unten duckt, die Muskeln in völliger Anspannung, und als die Türe dann so weit offen ist, dass er quasi durchpassen würde, macht es einen Sprung und er springt. Er springt tatsächlich so weit, Fergus, dass du zu Boden gerissen wirst. Er drückt sich an dir ab, rennt den Gang runter und ihr hört, als er um die Ecke biegt, ein lautes Krachen und dann von weiter draußen ein Brüllen, Fauchen und Scheppern. Er hat die Rüstung erlegt. Okay. Auch gut, aber... So lösen sich die Probleme von selbst. Ja, genau, man muss nur warten. Okay, gut. Aber zumindest nicht uns gefressen, ist schon mal gut. So, ja, wie kommen wir jetzt da rein? Kannst du nicht irgendwie Hartes schmelzen lassen oder so, Fergus? Mach doch mal was Sinnvolles. Ich mach mal den Blick auf auf die Wände und das Glas von diesem Speisesaal. Ach Moment, Glas kann man zertrümmern. Uhu. Mit einem fancy magischen Schwert bestimmt. Ich würd mich da noch einmal hier so rumbewegen. Also von hier kann man. Hier. Ja, aber hier siehst du wieder so eine zugemauerte Tür quasi. Ah. Hier ist eine zugemauerte Tür. Und die ist magisch, erkenne ich die deswegen? Nee, da ist ein Türrahmen mit Mauerwerk drin. Okay. Sieht es irgendwie neu aus oder ist es schon länger? Es schaut zu perfekt aus. Das ist bestimmt eine Illusion. Ja. Ich leg mal die Hand an. Und du spürst Mauer. Also das fühlt sich an wie eine Mauer. Ich nehme mal meinen Hüterdolch. Ja. Und piek da mal die Mauer da so an. Da passiert nichts. Was euch allerdings auffällt, ist, dass auch dieser untere Teil bisher wohl nicht mit dem oberen verbunden zu sein scheint von dem Gebäude. Also. Was? Bei dem Mauerstück hier passiert nichts. Ihr seht aber auch hier den Gang runter, dass da keine Tür ist. Also dieses Gebäude unten scheint bisher keine Verbindung zu dem oben zu haben, von dem, wo du vorhin gesagt hast, das ist vielleicht der Bedienstetenteil. Also wir müssen irgendwie in diesen Thronsaal, weil da ist dieser Engel, der sich gerade zusammensetzt. Ich versuche jetzt einfach mal mit meinem steinernen Schwert gegen das Glas zu hauen, da oben. Wo bin ich denn? Da. Bäm, hier. Mach mal einen Stärkewurf, bitte.
Ja, 2/12. Du prallst zurück, es tut kurz in deinem Handgelenk weh, aber du fängst es noch kurz, also du fängst es noch genug auf, um dir jetzt nicht das Handgelenk zu verstauchen. Es passiert gar nichts in dem Glas. Okay, also ich gebe auf. Hau doch mal mit dem Schwert gegen die steinerne Tür. Ich hau mit dem Schwert gegen die steinerne Tür. Das Gleiche. Hm. Au! Gibt es also nochmal mache ich das nicht, das tut weh. Ein Speisenaufzug oder sowas? Nein. Oh, das ist gut. Ihr habt tatsächlich auch noch keine Treppe in irgendein oberes Stockwerk oder so gesehen. Doch, suchen wir doch mal die restlichen Räume noch. Wo ja, ich glaube, was ist denn hier nördlich? Da durch diese Tür hier oben? Oder ist das Teil dieses Geheges auch? Das ist eine Holztür. Eine einfache Tür allerdings. Dann mache ich die jetzt mal auf. Ich schaue mal, ob die aufgeht. Während Gwen die Tür aufmacht, würde ich hier vom Norden hier runter gucken auf die Glasfront mit dem Blick. Mhm. Magisch. Mhm. Was für, ich habe hier nur den normalen Blick gemacht, alles klar. Ja. Gwen, du öffnest die Tür. Ja. Diese Tür scheint zu einem Garten zu führen. Hübsch angelegt, ein Kräutergarten mit bekannten, aber auch unbekannten, vielleicht seltenen Kräutern. Du siehst einen kleinen Acker mit Rüben, Kartoffeln, Salaten und mehr. Du siehst eine Bank im Schatten. Eine Pumpe und ein kleines Gartenhäuschen. Du siehst auch, dass ja ein Eimer umgekippt da liegt. Da scheinen noch Leute gearbeitet zu haben vor kurzem. In der Mitte steht auf einem Steinsockel eine Gans aus Stein, die eine auf Gans. Es ist eine Statue quasi. Auf einem Sockel steht eine Gans, die quasi auf einem Ei zu sitzen scheint. Du siehst auch, dass die Gans, das Ei und der Sockel unterschiedliche Steinarten sein müssen, weil die einfach unterschiedliche Färbungen haben. Und du siehst, dass in diesem Garten alles ziemlich kärglich ausschaut. Es schaut sehr mitgenommen aus. Also, wie groß ist denn dieses Gartenhäuschen? Könnte man da hineingehen als Mensch? Mhm. Also, ganz ehrlich, ich bin der Ansicht, das hier ist alles irgendwie rätselhaft. Vielleicht sollten wir als allererstes mal Wasser pumpen und diesen Garten ein bisschen nicht unter Wasser setzen, aber die Pflanzen tränken. Vielleicht hilft das. Können wir das nicht machen, nachdem wir den Engel, der die Welt vernichtet? Ich habe den Eindruck, wir kommen nicht wirklich zu diesem Engel. Was mich gerade wundert, ist das eine geschlossene Kammer, in der wir da sind? Nee, die ist nach oben offen. Ah, okay, da scheint es raus in so einen kleinen Garten zu kommen. Also ich gehe jetzt mal in diesen Garten. Ich hätte mich nämlich gewundert, wo das Licht herkommt für die Pflanzen, die da wachsen. Mhm. Scheint es draußen zu sein. Und bei dem Löwen, das war ja geschlossen, aber das schien teilweise oben auch verglast zu sein. Dann würde ich mal mit dieser Pumpe versuchen, Wasser in den Eimer zu pumpen. Ja, das funktioniert. Und das sieht aus wie normales Wasser. Mhm. Dann fange ich mal ein bisschen an, die Kräuter zu wässern. Ferkis, guck doch mal, Ackerbau, ob du diese Kräutern kennst. Hey! Endlich mal. Ferkis darf gerne mit Pflanzen Kräuter suchen. Oh ja. Oh, 18. Ich schippe das. Gibt es hier Chips? Nee, oder? Doch. Schicksalspunkte hier. Eigentlich können die beim Tod eingesetzt werden, jemandem zu helfen. Aber nee, ist in Ordnung. Ja, nee, auch beim Reroll. Verwenden die als Reroll, genau. Okay, dann ziehe ich einen ab. Auf was geht das? Auf Weisheit? Ja, Kräuterkunde. Ah ja, dann habe ich es geschafft. Yay, Success 1! Das war so gut gewässert. Fergus, während Gwen sich da in diesem Garten zu schaffen macht und anfängt zu gießen, es ist ein bisschen seltsam, da wo Gwen gießt, aber auch völlig an anderen Stellen scheinen die Pflanzen sich wieder zu erholen und gesünder zu werden. Es dauert nur ein paar Sekunden, bis dieser Garten wieder in voller Pracht vor euch liegt und die Kräuter, die du da angeschaut hast, da sind auch seltene Kräuter dabei. Aber klar ist das so, weil Gwen hat eine 1 gewürfelt, sie hat den neongrünen Bauch. Und ihr hört von innen irgendwo ein Geräusch, wie ein Klicken. Wie von innen? Von in dem Haus oder in aus dem Gang? Aus dem Gang heraus. Und hier? Kann es sein, dass wir hier, dass das so ein Großschloss ist, also dass hier auch wieder mit den Elementen, dass es jetzt hier Holz, also Humus als Element, dass wir hier Erde. Die verschiedenen Räumlichkeiten, wir haben jetzt gerade, was wäre das dann für eine Feenkatze, Luft befreit. Und wenn wir das alles wieder richtig machen hier in den Räumlichkeiten, dann geht die Tür auf. Ich würde mal gucken, ich schaue noch mal in das Gartenhäuschen auf jeden Fall. Ich will wissen, ob da irgendwas da liegen ist. Gartenutensilien, Eimer, Schaufeln,
Werkzeug. Ich nehme mir ein paar von den seltenen Kräutern mit. Ja. Ich gehe derweil, während die anderen den Garten bewässern, gehe ich mal in den Raum, wo der Feenlöwe oder was es jetzt war, drin gehaust hat. Else, würdest du Taran bitte begleiten, dass wir nicht ganz alleine irgendwo unterwegs sind? Ich beschütze ihn. Ja, sehr gut. Komm. Ja, danke. Ihr könnt den Käfigraum betreten. Ja. Findet dort nichts weiter, also es ist alles ungewöhnlich, aber jetzt nichts, was sich sonst weit ins Auge sticht, also diese übrigen Fleischreste, die schon nicht mehr ganz so appetitlich ausschauen. Ich gucke auch gezielt an die Wände, der Löwe war jetzt aber auch nicht da drin, um irgendwas zu bewachen. Da ist keine Klappe im Boden, nee. Da sind keine zugemauerten Wände. Es ist ein sehr schön eingerichteter Käfig, aber nee. Und trotzdem wollte er raus, ich weiß gar nicht warum. Gut, also wenn der Garten wieder in Ordnung aussieht, nochmal kurz die Gans angeguckt. Die Gans scheint, mach doch bitte eine Intelligenzprobe. Ja. Wenn du sie näher betrachtest, siehst du, dass diese Säule aus Stein einfach gearbeitet ist. Die Gans selber scheint aus weißem Stein zu sein und das Ei scheint ein echtes Ei zu sein. Hast du die Intelligenzprobe geschafft? Ja, mit einer 9 ist das geschafft. Dann erkennst du, dass die Gans aus demselben Stein ist wie die Steinsäule aus dem Waldtempel. Das ist ein echtes Ei, sagst du? Könnte das in die Vertiefung auf dieser Säule passen? Ja, mitsamt der Gänsestatue drüber. Oh, wie groß ist die Gans? So 40 Zentimeter. Oha, das ist natürlich ganz schön. Ja. Vor allem, wenn das aus Stein ist, dann ist es recht schwer. Die ist schwer, ja. Wenn du versuchst, die anzuheben, die lässt sich eigentlich nicht heben. Ja, okay. Ich würde es vergessen. Hier, ich reiche dir eine Pfanne. Nee, aber dann gehört diese Gans wahrscheinlich doch eher in den Tempel hinten. Aber das finde ich sehr merkwürdig. Gut, ich bin jetzt nicht da. Ich bin in dem Käfig. Wenn ihr zwei da wieder aus dem Käfig rauskommt, weil ihr nichts Bestimmtes seht, seht ihr, dass inzwischen sich die Arme gebildet, also die Oberarme gebildet haben. Oh Mist. Ja. Ich möchte gerne das Ei mitnehmen. Dafür müsstest du die Gans runterheben. Ach so. Die ist da wie in so einer Brütposition auf dem Ei. Ah, okay. Soll ich dir dabei helfen? Ja, wäre gut. Wenn es ein echtes Ei ist. Dann hat die das Ei ist halt auch so groß. Ja, ein Gänse-Ei sind schon ordentlich. Dann probieren wir das jetzt einfach mal. Dann macht Fergus auch eine Stärkeprobe. Ja. Ich chip das und dann habe ich es geschafft. Okay, dann schafft ihr es beide mit Mühe und Not, diese Gänsestatue nach unten zu heben. Ihr merkt aber, dass ihr die nicht tragen könnt auf dort. Die ist zu schwer. Aber die wäre sogar fast runtergefallen. Ihr konntet sie gerade noch abfangen. Und jetzt kommst du aber an das Ei. Das ist auch relativ schwer, aber man könnte es tragen. Okay, du hast gesagt, das ist ein echtes Ei. Es scheint ein echtes Ei zu sein. Aber wenn es sehr schwer ist, kein Gänse-Ei. Ne? Vielleicht sollten wir. Naja, es ist halt so groß. Also, es passt zu dieser Statue quasi. Vielleicht sollten wir das Ei erst nachher holen und nicht jetzt, wenn wir gegen diesen Ezechiel kämpfen wollen, mitnehmen. Nicht, dass es uns zerbricht. Auch wieder wahr. Taran, bist du den Gang da runtergelaufen? Wollte ich jetzt machen, ja. Ich wollte jetzt erstmal abwarten, bis die beiden zu Ende erzählt haben. Dann wollte ich hier runterlaufen zu dieser Tür oder was es da ist. Die davor übrigens nicht da war. Bitte? Was? Die vorher nicht da war. Aha. Wo bist du denn hin? Wo bist du denn? Ach, da. Stimmt, ja. Ich habe mich schon gewundert, da war doch... Alles klar. Sind wir in der Doppelte vorbeigelaufen. Rein hier, oder? Wenn wir dürfen. Ich lege das Ei unter die Gans, also auch wenn die Gans jetzt auf dem Boden sitzt, aber das Ei muss ja begrütet werden. Ja. Ja. Wir haben hier eine Tür gefunden. Eine neue Tür, die ist erst erschienen. Taran öffnet die Tür und ihr seht ein prunkvolles Schlafgemach in einem blau-grün-silberton an Wänden, Fenster nach draußen. Und ihr seht tatsächlich draußen, dass es jetzt Nachmittag sein muss. Ihr seht dieses Tal vor euch, diesen wabernden Nebel unten im Tal, wenn ihr vor die Fenster tretet mit den schönen Vorhängen. Ihr seht große Vasen mit Blumen, die allerdings verwelkt sind, ein Himmelbett mit, wenn ihr näher dran tretet, nach oben schaut, einer
einer echten Sternendecke sozusagen. Ihr seht wunderschön bestickte Tücher, eine Bürste aus Silber, Schminkutensilien, alles, was man sich so vorstellen kann in so einem prunkvollen Gemach. Allerdings seht ihr keinen einzigen Kleiderschrank. Das ist nämlich hier. Hier ist der begehbare Kleiderschrank. Ja, ja. Kann es sein, dass der so eine Art Portal rüber hat in seinen Thronsaal? Wir gucken einfach mal. Ja, weiß ich, gehe nur die Möglichkeiten durch. Wie war noch mal? Da mal auf. Was ist denn hinter dieser Tür hier? Gwen öffnet die nächste Tür. Ja. Es scheint eine Ankleide zu sein, ein Ankleideraum. Ah. Kleidung über Kleidung aus bunten, prächtigen Stoff, ein goldener Spiegel mit Blätterranken drumherum. Selbst hier hängen Kronleuchter an der Decke und mitten in diesem Ankleideraum, wo diese ganzen Gewänder an diesen Wänden frei hängen, so schwebend zu hängen scheinen, steht eine riesige Badewanne aus weißem glänzenden Stein mit goldenen Adern darin und ganz vielen Duftwässerchen drumherum. Dekadenz. Ja, wir müssen immer im Fluss baden. Sollen wir Wasser in die Badewanne einlassen? Ich meine, vielleicht geht dann die nächste Tür auf. Hat er mit dem Garten auch funktioniert? Warum nicht? Gibt es da einen Wasserhahn oder sowas? Ja. Ich lasse Wasser in die Wanne. Es kommt dampfendes Wasser heraus. Wasser? Das ist für keine Ahnung, weil es nirgendwo drunter Feuerholz oder so, aber es kommt dampfendes, warmes Wasser heraus, ja. Ja, magischer Effekt. Also. Ich trete mal vor den Spiegel und gucke mich an. Mhm, du guck mal nach, ob das ein Portal ist, ob man da durch... Außer so, mach doch mal eine Intelligenzprobe bitte, Taran. Es ist ein Portal, versuch mal, ob man da durchgehen kann. Du. Ja, ich habe den 9 gewürfelt, ja. Da sind so Schleifspuren ein bisschen daneben. Aha. Hm. Schleifspuren, sind die sehr regelmäßig, so als ob da irgendwie der Spiegel immer gleich schwenken würde, oder sind die unregelmäßig, als ob da jemand dann gerüttelt hätte regelmäßig. Und die gezogen hätte? Okay. Ich glaube, hier muss irgendwo ein Mechanismus sein, der den Spiegel bewegt. Schaut mal, hier unten sind Schleifspuren. Ja, schau doch mal nach einem Mechanismus. Wahrscheinlich musst du irgendwelche Blätter drücken oder ziehen. Ich glaube, das ist was für Else. Ja, vielleicht muss man ihn ja auch einfach nur zur Seite schieben, wie so eine Schiebetür. Ja. Hm. Ausprobieren. Stärke, ja. Bitte. Ja. Schieben wir alle zusammen. Hm. Okay, dann. 6/12. Ich habe auch eine 6/10. Ich habe eine 12 gewürfelt nicht. Über. Ich habe eine 12 gewürfelt über 8. Haha. Nix. Ja. Hinter dem Spiegel kommt eine Tür zum Vorschein. Tür, die sehr solide ausschaut. Und kurz wird diese Tür wie zu einem Spiegel und ihr seht euch, oder wer steht gerade davor? Wir alle, oder? Ihr seht euch, so wie wenn man sich in einem Spiegel sieht, und ihr seht eure Spiegelbilder sagen: Menschlein, Menschlein vor der Wand, wer ist der Schönste im ganzen Land? Und die wird wieder zu einer Tür. Na, der König ist der Schönste im ganzen Land. Da gibt es ja keinen Zweifel dran, oder? Der Spiegel klappt einmal so auf euch drauf, dass ihr euch kurz gegen ihr werdet kurz gegen diese Wand gehauen. Auf. Okay, das war's nicht. Überleg dir nochmal, was du gerade gesagt hast. Wie heißt denn der König? Der Fürst, ich meinte den Feenfürst natürlich. Ach, den Burgherrn hier, den Besitzer von dem Ganzen. Wir haben seine Durchlauchtigkeit ja kennengelernt. So ein schöner Elf. Es macht ein Klack. Mm. Sehr extrem gesichertes Ding. Ich sah ihn schon als König, das... Fürst. Ja, ja, ist das klar. Du bist einer dieser falschen Propheten, von denen wir diese Bücher gefunden haben. Das läuft rot an, was er gerade für einen Scheiß erzählt hat. Ich weiß nicht, was Ludmilla und Izzy dann sagen werden, wenn sie wissen, dass du jetzt mit diesem Mann davonläufst. Hm. Ja, wir leben in modernen Zeiten. Ja. Lass uns weiter. Was ist dahinter? Machst du die Tür auf? Ja, klar. Ja. Euch springt Gold, Silber, Juwelen, Edelsteine funkelnd wie der Sonnenuntergang.
Ketten, Ringe, Diademe, Armreifen, ein Schüsselchen voll Weihrauch, alles, was das Herz begehrt. Okay, Else ist aus Schachmatt gesetzt. Ich schaue ja nur, ich muss ja gar nicht besitzen. Im Moment drängt ihr euch, also okay, Else ist drin. Else ist drin. Die Tür, ja, ja, alles gut. Du bist drin, um dich rum funkelt es und glitzert es. Ich werf mal den Blick da hinein, so. Mitunter auch magisch. Else, mach doch mal eine Intelligenzprobe. Richtig intelligent. Mhm. Du weißt nicht warum, aber irgendwie scheint dich ein silbernes Kästchen, ist eigentlich ein recht schlichtes Kästchen im Gegensatz zu den ganzen verzierten Goldstücken, die dort liegen. Das scheint dich fast wie anzuziehen. Wenn du's, lass mich natürlich auch anziehen. Ja, wenn du es in die Hand nimmst, dann kannst du es drehen, aber du siehst nirgendwo, also du siehst kein Deckel oder so, nur ein einzelnes Schlüsselloch und unten an dem Kästchen ist eine Gravur, in der steht Silvan Z. Ich wollte es gerade gesagt haben, das ist wieder so ein Kästchen, ja, alles klar. Schau nach, ob irgendwie eine Feder, ein Federsymbol eingraviert ist oder irgendetwas wie bei dem anderen, was wir da in Aidens Hütte hatten. Ich da was. Nur diese Namensgravur. Liegt da zufällig auch das Schlüsselchen dazu rum? Nee, also jetzt nicht auf den ersten Blick. Kann man das nicht so aufmachen? Ich schaue mir das Schloss an, ob ich das irgendwie... Achso, ja, es ist einfach nur ein Schloss. ...kriegen könnte. Mit einer Haarnadel. Die Nadel bricht ab. Gut. Ich steck's mal ein. Mhm. Wir haben Möglichkeiten. Ich krame nach, wo ich die Silberschlüssel habe. Ich glaube, die braucht noch eine Paste für dieses Ritual, ne? Und dann öffnen wir die. Haben die nicht auch? Was die für Silberschlüssel haben wir? Diese. Einer von Nevins? Oder. Von. Nee, wir hatten dieses Schlossöffnungsritual irgendwo gelernt und wir hatten in dem. Auch von dem Silvaner. In diesem Kästchen, was wir bei Aiden gefunden haben, waren nämlich... Da waren vier kleine Silberschlüssel. Mhm. Genau. Und die Zutaten für diesen Zauber. Ja. Mhm. Oder das Ritual, oder was ist das? Achso, wir können natürlich mal einen von den Silberschlüsseln so ausprobieren, ohne Ritual. Eben. Magie ist nicht die Antwort auf alles. Ja. Aber auf das meiste. Dann probieren wir das einfach mal so, ob das mit den Silberschlüsseln funktioniert. Fergas steckt einen Silberschlüssel rein und tatsächlich macht es ein entsperrendes Geräusch und in deiner Hand zerfällt dieser Schlüssel zu ganz feinen Sternenmetallstaub. Schaut aus, als würde Glitzer hinunterschweben. Ah, okay, alles klar. Aber das Kästchen ist offen. Das Kästchen ist offen. Na wunderbar. Else, du siehst darin einen großen goldenen Schlüssel liegen, der mit Runen überzogen ist und der Knauf scheint einen perfekten Kreis zu bilden. Oh. Schauen wir doch mal, für welche Tür der ist. Darf ich mir vorher den Schlüssel mal angucken? Also genau angucken? Na gut. Ich gucke mir den Schlüssel mal sehr genau an. Mhm. Geschafft? Ich mach nur den Blick da drauf. Ach so, magisch. Mhm. Okay, gut, weiter. Wir haben keine Zeit. Ich hatte ja vorhin auch den Blick reingeworfen in den Raum. Ist mir da noch was anderes Magisches aufgefallen, was man eben rausgreifen könnte? Was vielleicht hilfreich ist? Ja, mehrere Gegenstände, unter anderem ein silberner Armreif zum Beispiel. Mhm. Ihr wisst schon, dass der Feenfürst ja noch unten im Dorf sitzt und sein Schloss auch wieder beziehen möchte. Ja, es geht ja darum, vielleicht Sachen zu finden, die uns helfen, die uns schützen oder sowas, weil wir wissen nicht, was noch passiert. Er kriegt sein Zeug zurück wegen mir. Okay.
Nur es ist, er hat sich ja nun selber nicht sehr darum gekümmert, dass das hier alles wieder in Ordnung kommt. Das müssen wir jetzt erledigen. Dann, wie gesagt, Zeit und so. Ja. Armreif, wenn der schnell zu greifen ist, dann greife ich den. Du greifst ihn Druck. Und die Tür verschwindet. Die Tür verschwindet? Ihr seid in einem geschlossenen Raum. Okay, ich lasse sie wieder los. Wer ist denn noch in der Kammer? Ich. Gwen auch? Hm? Oder nicht? Nee. Okay, Gwen Fergas steht draußen. Ich bin nie reingegangen. Ja, und Taran und Else sind in dem Raum. Also ihr seht einfach Wand vor euch. Okay. Und ihr hört euch auch gegenseitig nicht. Else okay. und Taran, ihr seht allerdings Buchstaben da, wo vorher die Wand war. Und ich mach die euch mal in den Roll20-Chat. Ja. Und solange ihr die anschaut, dürfen Gwen und Fergas agieren. Und jetzt? Lass uns mal kurz gucken, wie lange uns noch bleibt. Was ist, da steht, was ist das Kostbarste, das du besitzt? Also allerdings falsch geschrieben. Ja. Ja. Ihr zwei seid da drin. Taran sagt es gerade laut. Fergas, schaust du nach, so wie du es gerade gesagt hast? Ja, oder? Ich gehe hier hin, um halt zu gucken, wie weit er jetzt ist. Ja, Arme und Hände sind da, der Hals beginnt sich zusammenzusetzen. Ich hämmere gegen die Wand und sage, könnt ihr mich hören, Else? Taran! Ihr hört nichts. Kommen wir zurück. Ich glaube nicht, wir sollten vielleicht... Och. Ja, aber wie wollen wir denn da reinkommen? Der Hals ist, also... Ja, aber wir kommen doch gar nicht rein, wir haben es doch versucht. Also der Hals und die Finger setzen sich gerade zusammen. Ja, und demnächst werden wir erfahren, ob er definitiv männlich ist oder nicht, wenn er sich da zusammen... Wir müssen wieso, irgendwie... Wieso erkennt man das am Hals? Nein, nicht am Hals. Wo guckst du denn nach, ob jemand männlich ist? Ja, ich weiß nicht, wovon du gerade sprichst. Aber das ist doch auch vollkommen egal, oder? Deine Schafböcke. Also die Gestalt schaut ein bisschen, könnt ihr euch so vorstellen, wie so eine Fensterpuppe, ja, nur mit so scharfkantigen Splittern überall. Ja, 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 aber ich gehe mal davon aus, dass er sich dann irgendwo auch anatomisch korrekt irgendwo nachher... Wieso denn? Warum interessiert dich das eigentlich? Was macht denn Taran und Else? Ja, das ist doch bestimmt wieder ein Rätsel, oder? Das Kostbarste, was ich besitze, ist dieser Armreif, den lege ich jetzt hier ab. Ich bin auch wirklich gar nicht sauer auf dich, Taran. Ich kann nicht behaupten, dass ich nicht auch zugegriffen hätte. Siehst du, das ist der Punkt. Ich lege das Silberkästchen auch wieder auf so einem Stapel Goldmünzen ab. Mhm. Die Tür taucht nicht auf. Ich gehe zu der Tür, also zur Wand und sage der Wand, das Wertvollste, was ich besitze, ist meine Familie. Die Tür erscheint. Genau. Für uns beide oder nur für Else? Für euch beide. Okay. Ich stelle mich in die Tür und warte, bis Taran durch ist. Ich nehme wieder das Kästchen von Silvan Z, aber auch nur das Kästchen. Ja. Und gehe raus. Mhm. Ihr könnt folgen und... Die Tür ist nach wie vor da und wieder scheint quasi euer Spiegelbild und sagt seinen Spruch auf. Und ihr seht, wie Fergas und Gwen gerade diskutierend dastehen. Ja, weiter, Leute, hier nicht trödeln. Übrigens ist gleichzeitig eine weitere Tür erschienen. Wo? Im Süden, oder? Nach unten, genau aus dem Raum, auf den Gang raus. Das ist doch praktisch. Ja, sehr gut. Ich mach die Tür auf. Du stehst auf dem Gang. Wir müssen uns jetzt beeilen. Ja, der Hals beginnt sich gerade und die Finger, also viel Zeit. Ja, hier hinter, oder? Ja. Da hinten war noch ein Gang mit mehreren Türen. Ja. Das mal. Wenn ich gewahr werde, wie schnell er sich schon zusammengesetzt hat, dann müssen wir uns auftrennen. Dann müssen wir alle vier Türen aufmachen da unten. Machen wir. Okay, dann nehme ich die, am weitesten hinten nach Norden gehende. Ich nehme die. Dann nehme ich die nach Süden. Dann nehme ich die hier vorne nach Norden. Dann ich die hier vorne nach Süden. Schiebt euch mal kurz in den Raum und würfelt alle ein W100. Entschuldigung, 77. Ich habe eine 75. 96.
Ihr öffnet die Türen, die alle nicht verschlossen sind, und kommt offensichtlich wieder in Kammern von Bediensteten mit jeweils zwei, also oder mehreren Betten drin. Else, dir fällt nichts Besonderes ins Auge, außer, was hattest du, 96? Mhm. Eine Lupe mit zersprungenem Glas. Taran sieht es, also es sind alles die gleichen Zimmer, du findest nur eine leere Zunderbox. Gwen, ein paar krumme und schief geschnitzte Holzwürfel. Und Fergas, was hattest du, 20? Eine 20, ja. Bei dir in der Kammer liegt sonst nur rum ein zerknittertes Ork-Pin-Up. Ist es anatomisch korrekt? Vielleicht ein bisschen gehübscht. Mhm. Gefotoshoppt, genau. Ja, genau. Die kommt alle wieder aus den Kammern raus, Fergas Kopf knallerot. Ich habe mal gehört, in der Hauptstadt gibt es so magische Designer, die mit magischen Fähigkeiten so Photoshoppen können, so nennen die das, ja. Aber, Photoshop-Magie. So blöd das jetzt auch klingt, das nehme ich mit. Man weiß nie, wo man das vielleicht nochmal irgendwo gebrauchen kann. Ja, ich meine, warum das ist nicht schlecht, daheim ja? aus? Isin und Ludmilla werden das Teufeln. Was? Ja, genau. Also tatsächlich habt ihr keinen Klicken gehört mehr. Sagen wir so, wenn wir mal in eine Falle von Orks geraten und er dann das Ding zückt und uns damit raushaut. Ja, ja. So ja, oder ist es, was machen wir, wenn es die Frau von einem von denen ist und der nichts über ihre Nebentätigkeit weiß? Dann prüfen wir sich untereinander, wer dieses Bild angefertigt hat. So, ja. Das diskutieren wir später. Du hast einen Schlüssel mit einem Kreis dran gefunden, ja? Das genau. Ist bestimmt beschrieben oder so. Halt den doch mal gegen jetzt dieses Tor, vielleicht geht das dann auf. Das mache ich. Sekunde, in meiner Lupe war da überhaupt gar kein Glas mehr drin. Also ist das gesprungen. Dann stecke ich sie ein. Vielleicht kann man sie zum Feuer machen, mal hernehmen. Ja. Wer hat denn den Schlüssel gerade? Hat den Taran jetzt? Achso, du hast das Kästchen, ja. Nee, ich hab. Nee, Taran hat das Kästchen genommen. Du hattest das abgelegt in der Kammer und beim Rausgehen habe ich es dann genommen. Achso, aber ich habe es abgelegt mit dem Gedanken, dass ich den Schlüssel da ja nicht mehr drin habe. Achso, den Schlüssel hast du noch. Ja, sie hat schon gesagt, sie hat nur das Kästchen. Dann holst du den Schlüssel raus, Else, und machst was damit? Ich halt ihn an die Öffnung dran, wo das. Ja, es passiert nichts, aber du merkst, dass er komisch in der Hand liegt ein bisschen. Es fühlt sich ein bisschen seltsam an. Kann man den. Ist das ein Armreif? Nee, wenn du deine Hand anschaust, dann hast du einen großen, weißen, vernarbten Kreis darin. Na toll. Tut es weh? Nein, er schaut genauso aus wie Gwens. Ich wollte gerade sagen, wir haben doch schon. Oh, die Geschenke Büdas. Okay. Allerdings passiert mit der Tür nichts. Ihr seht nur diese Gestalt sich weiter und weiter zusammensetzen. Hm. Oh. Wo könnten wir noch hin? Raus auf den Hof? Ja. Da war ja noch eine Tür, die wir nicht angeguckt haben. Genau. Raus auf den Hof. Ja. Flitz. Ihr rennt wieder komplett den Gang entlang. Raus auf den Hof. Und dort sind noch zwei Türen, die ihr nicht geöffnet habt. Noch zwei? Wo ist zwei? Die zweite? Wo ist die zweite? Also genau, die war vorhin nicht da, allerdings ist sie jetzt zu sehen. Okay, dann machen wir jetzt die auf, die vorher nicht zu sehen war, denn das ist bestimmt eine wichtige Tür. Ja. Die andere war auch zu sehen, genau. Jetzt sind beide zu sehen. Also die hier war nicht zu sehen, die hier oben vorher. Gut, dann machen wir die auf. Die lässt sich nicht öffnen. Stattdessen erscheint an der Tür eine fremdartige Schrift in der alten Sprache, aber schwer zu lesen. Scheint elfischer Einschlag zu sein. Ich zücke mein Elfenübersetzungsbuch. Während du das machst, mache ich die südliche Tür auf. Wir müssen, wie du gesagt hast, uns aufteilen. Ja, nehmt ihr die, wir nehmen die. Mhm. Taran ist beschäftigt. Gwen, du machst die Tür auf und du siehst vor dir einen Stall. Einen Stall mit mehreren Boxen und mit Pferden, denen es nicht besonders gut zu gehen scheint. Okay, ich habe ja Agriculture. Kann ich da irgendwie mehr ableiten, was den Pferden fehlt? Charisma mit Agriculture? Charisma mit Agriculture, ja, super, das wird gar nichts. Das ist dann also, oh Gott, das wäre dann einfach, ich würfel jetzt einfach mal ein W20 und würfle dabei gegen eine 11.
Eine 10. Yay! Die müssen saufen. Die haben wahrscheinlich seit Tagen kein Wasser. Ist hier irgendwo ein Brunnen? Da ist, sind Tränken, ja. Die sind ja. Aber Pumpe, also die Tränken sind halt leer. Aber da ist eine Pumpe, dann pumpe ich sofort los. Mhm. Und fülle das mit Wasser. Das tust du. Währenddessen, Taran, erkennst du, was dort steht. Mhm. An der Tür steht, Menschenfraß und Feenkost ist wie hartes Brot und Birnenmost. Und es macht ein Klick und die Klinke lässt sich so drücken, dass man sie öffnen kann. Ja, dann gucken wir rein, was drin ist. Nochmal bitte den Spruch, Menschenfraß und Feenkost ist wie hartes Brot. Genau, ja. Menschenfraß und Feenkost ist wie hartes Brot und Birnenmost. Birnenmost, danke. Else, wo bist du eigentlich gerade? Ihr drei steht vor der Tür. Nee, sorry, ich wollte eigentlich mit Gwen runtergehen. Hilfst du ihr? Ja. Okay, dann geht das Ganze auch schneller und ihr seht, dass sich dass die Pferde trinken und sich tatsächlich auch recht schnell zu erholen scheinen, wie es schon im Garten der Fall war. Im Garten, ja. Und Taran und Fergas, ihr seht in eine Küche. Eine Küche, die vor euch liegt und in den Töpfen brodelt es, es dampft. Es scheint so, als würde gerade gekocht werden, nur dass kein einziger Mensch zu sehen ist. Mhm. Und dahinter eine, ja, noch eine Tür, die zu einer wahrscheinlich Speisekammer oder ähnlichem führt. Ja, dann gehen wir doch mal rein. Mhm. Ja gut, ich guck mal, sind das Suppeneintöpfe oder irgendwas, was da kocht? Alles Mögliche, ja. Alles Mögliche. Ich mache die hintere Tür auf. Ja, ist eine Speisekammer. Mhm. In der Kammer sind Lebensmittel. Ist und, da irgendwo ein Kochbuch oder sowas? Da liegt tatsächlich ein Kochbuch. Du darfst mal eine Intelligenzprobe noch in der Speisekammer machen, bitte. Und Gwen und Else, ihr merkt, dass diese Pferde scheinen wieder ziemlich fit auszuschauen. Denen geht's gut. Die schnaufen, die schmiegen ihre Schnauzen an eure Hände. Ja, dann kraule ich die und dann würde ich mir mal das Wasser genauer angucken und etwas davon trinken, weil ich den Eindruck habe, dass dieses Wasser irgendwie besonders ist, weil es so wahnsinnig schnell wirkt. Für dich schmeckt es nach einfachem Wasser. Okay, gut. Und dann kraule ich die noch zwischen den Ohren und sage, ich wollen wir mal schauen, was die Jungs machen, nicht, dass die da jetzt wieder irgendwelche Frauen anbaggern. Na gut. Ich habe es einfach geschafft, die Intelligenzprobe. In der Kammer steht ein Heiltrank. Ah, Grapsch. Ja, und in dem Kochbuch, lest ihr wieder den Spruch, Menschenfraß und Feenkost ist wie hartes Brot und Birnenmost. Und darunter steht, beweise es. Wir müssen kochen. Wir müssen irgendwo jetzt ein ganz tolles Essen hier zaubern, dass das halt... Ja, kann jemand von euch kochen? Ich habe Brauen als... Ich bin ja der Alchemist. Ich habe ja eine Destille gehabt, schon als Sechsjähriger. Und ich habe die Sonderfertigkeit Brauen. Für ein Süppchen wird es reichen, ja? Ja, dann. Dann mach doch bitte Geschicklichkeit mit Brauen. Moment, ich weiß, waren in dem Garten irgendwelche Speisekräuter oder waren es alles nur Heilkräuter? Nee, da waren auch Speisekräuter. Dann laufe ich nochmal los und hole ein paar schöne Speisekräuter. Und renne wieder zurück, weil die erkenne ich ja. Du siehst, dass wenn du da rennst, rennst du an den Spiegeln an den Glas vorbei und du siehst, dass jetzt nur noch die Scherben, die weiter weg liegen, also auf ihrem Weg sind quasi und dass das Gesicht schon bis das Kind ist zu sehen. Und dann halte ich meine Hände so doppelt gegen diese Scheibe und ruf rein und sag, wir kriegen dich noch, wart's nur ab. Und dann laufe ich weiter und hol dich heute und lauf wieder zurück. Und dann hast du eine Erleichterung um 2, Fergus. Oh, okay. Das hat was gebracht. Ja, also ich habe eine 8 gewürfelt bei Geschicklichkeit 9. Wenn man von den 8 noch den Bonus für Braun abzieht, sind wir bei 5. Also das ist gut geschafft. Und minus 2 für den Bonus von mir sind 3. Ja. Wow. Was ihr merkt, ist, dass Fergas auf einmal eine Geschwindigkeit an den Tag legt. Ihr seht nur noch diesen Schatten, diese Hände, die so ganz schnell hin und her. Er scheint auf einmal viel schneller zu sein. Fergas, du wunderst dich manchmal so in deinem Tun, in deinem Kochen, dass die anderen nur blöd dastehen und so komisch gucken und ab und zu so seltsame, langsame Mundbewegungen machen. Du hörst aber gar nichts. Und tatsächlich... Macht es irgendwann einen Klick? Habt ihr es auch gehört? Dieses Tada! Fast! Und Fergas und Taran, ihr spürt immer noch diese magische Präsenz, aber eine magische Präsenz scheint zu fehlen.
Ich glaube, wir haben gerade diese Schutzdinger da jetzt deaktiviert, ne? Dann nichts wie los, er ist schon sehr weit. Ich habe ihn ja ein bisschen drauf vorgewarnt. Schwert und ich ziehe mein Schwert und dann gehe ich durch diese Tür im Norden. Geht wir diese Tür auf? Diese Tür geht auf. Die ist gerade erschienen. Ah, gut. Super. Flop. Mhm. Ach, da ist jetzt auch eine Tür. Ja, aufmachen. Komm her, aufmachen. Ja, zack. Aber Fergas, merkst du dich auch, irgendwas fehlt noch? Salz. Bitte entscheidet euch schnell. Nee, irgendwas von den Zaubern fehlt. Ja. Was? Der Blick. Zu was? Zu der Umgebung, ob die Schutzzauber noch da sind, ob er sich irgendwas anderes getan hat. Die sind weg, die Schutzzauber. Mhm. Ah. Das heißt, ja, er ist jetzt wir sind ungeschützt. Das heißt, er läuft jetzt gleich los. Nein, also das deaktiviert sich doch, wenn die Gefahr oder so. Hau den einfach um, egal jetzt. Okay. Ihr rennt in den Speisesaal. Mhm. Das ganze Geschirr zittert, als ihr im wilden Galopp durch diesen Saal rennt und Gwen reißt in der Hand das standende Schwert diese doppelflügige Portal auf, die sich aufreißen lässt. Und in dem Moment, als ihr den Raum betretet, Gwen als Erste, merkt ihr, dass ein Zittern durch die Splitter führt. Ist das jetzt was Gutes? Ey, da liegen noch Splitter auf dem Boden. Mhm. Ich trete auf einen drauf. Ja, du trittst auf einen rauf und der Splitter durchbohrt deinen Fuß und du bekommst einen Trefferpunkt. Okay. Und so, dann jetzt müssen wir die Initiative einhalten. Okay. Denn ihr merkt, dass die Splitter sich alle in eure Richtung richten. Und die Gestalt hebt schon ihre Arme, die vorhanden sind, und fängt an, nach vorne zu schlagen. Ist aber noch zu weit von euch entfernt. Entschuldigung, die seht ihr ja noch gar nicht. Okay. Else, was tust du? Ich renn in den Essens-Speisesaal zurück und schnapp mir einen Holzstuhl. Okay. Taran. Ich halte mich erstmal hier hinter der Tür, also hier neben der Tür und schaue durch die Glasfront zu, weil ich am Überlegen bin, wie ich am besten helfen kann. Mhm, weil jetzt einfach mich da reinzustürzen, ich habe keinen Schutz, ich habe einfach nur ein einfaches Gewand an. Du hast den Hüter durch, den kannst du von hinten erwischen. Du siehst Elsa an dir vorbeistürzen, sich einen Stuhl schnappen und siehst Gwen den Fuß heben mit so einem einer dieser Spiegelsplitter drin. Gwen, du bist dran. Also ich würde jetzt da, mich hält nichts. Ich stürme auf dieses Ding zu und erhebe mein steinernes Schwert und greife ihn an. Bitte. Ich habe eine 20 gewürfelt gegen seine AC. Wow. Das reicht auf jeden Fall. Und ich mache 3 plus 5 Schaden, also 8. Genau, dann mach deinen Schaden. Entschuldigung, ich habe falsch geklickt. Das Zweihandschwert, das ist trotzdem. Dann habe ich 1d8 plus 5. Mhm. Sorry, ich habe den falschen geklickt, aber ist egal, dann würfel ich jetzt mal kurz einen d8. Also getroffen habe ich auf jeden Fall. Und Schaden mache ich tatsächlich. Moment. Immerhin 7 Punkte. Wow. 7 Trefferpunkte. Mhm. Ja. Du merkst, dass es ihm tatsächlich zuzusetzen scheint, denn diese Spiegelsplitter, die sich jetzt zu so Kristallen, die aus dem Körper herausstechen, scheinen dadurch beschädigt zu werden. Fergus. Ja, mit dem Schild voran und dem Speer habe ich ja ein bisschen Reichweite, um vielleicht nicht gleich von den Armen getroffen zu werden, wenn er jetzt um sich schlägt. Und ich steche zu mit einer 17. Mhm. Ja. Der macht 1 W10, da habe ich eine 6 gewürfelt. Dann mach bitte... Würfel mal einen W20, bitte. 13. Du merkst, dass dein Speer abprallt. Okay. Du stichst zu, du hättest ihn auch eigentlich getroffen, also quasi so unter die Achsel, wenn es denn eine Achsel gibt bei diesem Körper, aber der Speer scheint zurückzuprallen. Die Gestalt schlägt nach
Gwen, die vor ihr steht mit diesem Schwert und dieser lange Arm mit dieser Klaue schlägt zu. Ihr alle hört eine Stimme, die euch durch und durch erschüttert, wie es schon aus dem Spiegelsplitter war. Und Taran, du merkst, dass deine Tasche wärmer wird. Nicht heiß, aber doch so eine gewisse Wärme. Und ihr hört nicht mehr diese sanfte, schöne Stimme, die ihr mal gehört habt, sondern eine dunkle, grollende, die, naja, euch auf ziemlich nicht schöne Weise sagt, wie sie euch töten wird. Und vor allem, wie sie Taran und Fergus die Magie entziehen wird. Das wollen wir doch mal sehen. Und Gwen, sie schlägt dabei nach dir. Jetzt müssen wir schauen. Angriff, Angriff. Achso, 20. Du brauchst eine 14 oder höher. Mhm, das sind 20. Ja, getroffen. Und er trifft dich mit seinen, mit seiner, ja, also Splitterklaue. Jeden Funken Magie werde ich aus euch saugen. All eure Kraft wird mein. Du bekommst 4 Trefferpunkte, als er dich in der Seite streift. So, jetzt schauen wir mal. Wer ist im Raum? Fergus und Gwen. Ihr merkt, dass die Splitter, einige davon schießen in eine Richtung, und zwar in die von Taran, und prallen an diesem Glas ab, kurz vor seinem Gesicht. Taran, du siehst, wie diese Splitter einfach vor dir zerspringen an der Glasscheibe. Und Else, du hast den Stuhl in der Hand, du hörst hinter dir ein Klirren und du hörst, hast auch diese Stimme in dir gehört. Und du hast auch meinen Schmerzensschrei gehört. Du hast genau Gwens Schmerzensschrei und Fergus Rufe, wir brauchen magische Waffen. Else, du bist zuerst wieder. Ja. Ich renne in den Raum rein und gehe aber nicht auf die Figur los, sondern auf die Splitter am Boden und will die mit dem Holzstuhlbein zerdrücken. Mhm. Dann Würfelangriff. Mit einem Haufen. Das heißt einfach nur ein 20, oder? Mhm. Einfach ein D20, oder? Ich weiß nicht, was hast du bei... Hast du ja keinen Angriffsbonus, oder? Nee. Ja, dann nur mal D20. Nee. 6. Also das tut den Splittern gar nichts, merkst du auch. Und Taran, du siehst es durch das Glas. Du siehst doch, wie Gwen sich die Seite hält mit diesem Schwert. Ist da neben mir irgendwo in greifbarer Nähe so ein Beistelltischchen, so ein kleines, leichtes Tischchen, was man aufnehmen. Da würde ich das nehmen, alles, was da drauf ist, runterpfeffern und mit dem Tischchen voran, auf die Gestalt voran, um sie eben halt einfach, um sie abzublocken, dass sie eben halt nichts, dass sie sich nicht frei bewegen kann, dass sie nichts machen kann, bestenfalls. Willst du sie einkeilen, so zwischen den Tischbeinen? Okay, dann beziehungsweise nicht, einfach irgendwie festhalten. Also wie das Tischchen beschaffen ist, so wie es am günstigsten mir zu sein scheint. Dann mach doch einfach auch einen Angriff. Mit 12 gewürfelt, ich glaube. Das ist ja möglichst hoch, ne? Genau, 12 habe ich gewürfelt. Habe ich einen Angriffsbonus? Angriffsbonus ist plus 1, habe ich eine 13. Ja. Es reicht leider nicht, um ihn so einzukeilen, dass du ihn behinderst, aber du rammst ihn diesen Tisch auf jeden Fall mit voller Wucht und damit einen Schritt weiter weg von Gwen. Mhm. Und der Tisch ist zwischen euch, quasi zwischen dir und dieser Gestalt. Und du siehst, wie weit der Splitter dieses Gesicht hochwachsen. Die Nase fängt an, sich zu bilden. Ja. Gwen, vor dir, diese Gestalt wurde von Taran 1-2 Schritt zurückgeschleudert. Ich rücke nach und schlage zu mit meinem steinernen Schwert. Du siehst, mit einer 21. Ja, du siehst, wie er versucht zu blocken mit seinem Arm, aber du einfach butterweich hindurchschneidest. Mit so einem Schwert muss man auch umgehen. Und da mache ich 11 Punkte Schaden. Wow. Gwen, beschreib doch mal deinen massiven Treffer. Also ich bin tatsächlich jetzt im relativen
Laufschritt auf den zu und hebe natürlich dieses zweihändige, also das steinerne Schwert ist ja auch zweihand, das ist ja schwer, und hebe das quasi über meine Schulter und mit dem, also mit der Geschwindigkeit, die ich drauf habe und dem Momentum, drehe ich mich so nach links und schlage ihn so in die Seite. Ich versuche mich wegzuducken, dass sie mich nicht anlockt. Taran, du spürst kurz einen dumpfen Aufprall auf deinem Rücken, als du dich wegduckst und denkst kurz, sie hat dich erwischt, hat sie aber nicht. Es ist der Arm, den sie abgetrennt hat, der zu Boden gefallen ist. Aha! Stalt hat nur noch einen Arm. Und, Fergas, du siehst das? Mhm. Er hat jetzt hauptsächlich zugehauen, ne? Mhm. Dann werde ich jetzt Verwünschen benutzen, das ist ein Fluch. Mhm. Und werde tatsächlich dann den Malus auf mich nehmen. Ja, das ist geschafft vom Wurf her. So, der Magier kann einen stärkeren Fluch aussprechen, der seine Opfer einen Malus von -2 auf den Wurf gibt. Mhm. Mit der -3, die ich selber in Kauf nehmen muss, das ist schon in Ordnung. Das hat funktioniert. Und zwar, ich muss eine Aktion festlegen, also Schlag mit dem Arm oder so etwas, ne, was er da dort ausführt, und er kriegt jetzt -2 auf alle Angriffe. Wenn er das tut, genau. Wenn er das tut, ja. Ja, dann macht es doch, Fergas. Fergas steht da, ihr seht ihn völlig verändert, kurz. Ja, also Fergas würde halt den so mit zusammengekniffenen Augen fixieren und dann sowas wie Fluch über dich, wenn du mit dem Arm zuschlägst. Mhm. Was weiß, einen weiteren Effekt gibt das, glaube ich, nicht. Steht seine Stimme ist ungewöhnlich klar und deutlich, als er diesen Fluch ausstößt. Und die Gestalt schlägt tatsächlich wieder mit dem verbliebenen Arm nach Gwen. Kleines allerdings Biest. Jetzt mit einem Malus, hat eine 19. Ja, trifft er trotzdem. Wow. Ich habe 14. Und Gwen, du wirst von der anderen Seite, also von dem verbliebenen Arm, attackiert. Du bekommst 5 Trefferpunkte. Ihr seht, wie Gwen jetzt die linke Seite offen, auch noch die rechte Seite aufgerissen wird. Und ziemlich viel Blut an diesen kristallenen Klaue hängt und es so richtig grotesk leuchtet, wenn, also generell überall in diesem Raum sind so dieses, ja, ihr kennt das, wenn so auf Glas oder Kristalle eben so Licht fällt, überall sind diese Reflexionen und jetzt kommt ein Blutrot dazu, das sich über den ganzen Raum ausbreitet, wenn sich diese Klaue mit Gwens Blut darauf bewegt. Und ihr seht, dass auch die Splitter wieder beginnen, sich zu formatieren. Und das sind einmal Else und Fergas, die von diesen Splittern angegriffen werden. An Else vorbei. Oder was hast du für eine Rüstungsklasse? Oh, ja, Fergas. Herzlichen Glückwunsch. Fergas, dich durchbohren 1000 kleine Nadelstiche. Mhm. Dein ganzer Körper wird... Boah, hast du ein Glück. Boah, hast du ein Glück. Es schießen wahnsinnig viele Kristalle auf dich zu, aber in dem Moment, als auch diese Gestalt sich wieder Gwen zuwendet, scheinen ein paar auf der Strecke zu bleiben und einer durchbohrt deinen Unterarm. Mhm. Ein Trefferpunkt, okay, alles klar. Nochmal eine kurze Frage. Gibt es noch irgendwelche anderen Gegenstände, die jetzt ihn irgendwie da, also ein Artefakt oder so, wie wir hatten ja den Spiegel, dass irgendwie etwas zu entdecken wäre. Es steht, also genau, im Thronsaal steht eben nur dieser riesige Thron, der ist quasi da, wo der jetzt eigentlich gerade steht. Mhm. Dann eben der Boden ist über und über mit Fellen, dann die Kronleuchter, also nichts, was dir jetzt irgendwie sonst anders auffallen würde. In dieses Spiegelgerüst steht noch da, was aber jetzt so ein leeres goldener Rahmengerippe ist. Die ganzen Splitter sind draußen. Allerdings nicht mehr viele Kristalle, die auf dem Boden liegen. Also wärt ihr früher reingegangen, hätte euch vielleicht die Gestalt nicht mitklauen, also mit den Armen eingreifen können, aber definitiv mehr Splitter zum Beispiel. Mhm. Okay, sonst wäre das die Alternative gewesen, denn wenn mein Speer abprallt, dann, wie gesagt, hat das irgendwie keinen Zweck. Aber Taran und Fergas, ihr spürt irgendwie ein Ziehen in euch.
wie aus eurem tiefsten Inneren. Mhm. Und es ist ein sehr unangenehmes Ziehen. Else und Gwen, eure rechte Handinnenfläche glüht und brennt. Else ist auch dran. Ich wieder dran, gell? Mhm. Haben wir beim Rauslaufen vorhin die niedergeschmetterte Rüstung gesehen? Ja. Dann würde ich rausrennen zu dieser Rüstung und ihr ihre Waffe klauen. Okay, das dauert 2 Aktionen, bis du wieder da bist. Es ist ein edelsteinbesetztes Schwert, das die Rüstung hat, ja. Gut, Else rennt aus dem Spiegelsaal aus dem Thronsaal raus. Taran. Ich zücke meinen Hüterdolch. Deine Nase auszubilden war ein Fehler und stoße in die Nase. Mhm. Angriff. Da brauche ich ja, da brauche ich auch nicht richtig zustoßen, sondern kann einfach die hinführende. Ja. Ich habe eine 18 gewürfelt. Wunderbar. Du merkst, dass dieser Hüterdolch wie Butter durch ihn hindurch schneidet. Und ich drehe. Ja, mach das. 1W4 Schaden war das, ne? Plus 2, weil du Hüter bist. Plus 2, weil ich Hüter bin, genau. Jawohl. Plus Angriffsbonus. Der Angriffsbonus ist nur für die Attacke. Nee, auch auf den Schaden. Steht, glaube ich, drin. Mhm. Okay. Auf Angriff und Trefferpunkte. Aber okay, nehme ich. Ich habe eine 4 gewürfelt, mache ich 7 Schaden. In dem Moment, als Taran so in diese Nase bohrt, siehst du, wie sich die Augen fertig bilden. Und es sind leere Augen, in denen gleichzeitig 1000 Farben zu explodieren scheinen. Und du fühlst dich mit einem Mal, als er dir direkt in die Augen blickt, extrem schwach. Du fühlst dich, als hätte dich irgendwas verlassen. Und du hörst Gwen nochmal neben dir schnaufen mit diesem Schwert. Gwen, du darfst nochmal zuschlagen. Denn Taran fixiert gerade diese Gestalt mit dem Dolch in der Nase. Und sie scheinen sich einfach nur in die Augen zu starren. 18. Wow. Mhm. 9 Trefferpunkte. Und vor euch kippt diese Gestalt zu Boden und diese Splitter zerbersten in feinen Staub überall um euch rum. Else, du hörst von draußen einen donnernden Knall, ein Tosen und du hast das Gefühl, dieser Thronsaal ist gerade über deinen Freunden einfach eingestürzt. Sowas, das hört sich so furchtbar laut und brechend und kreischend an. Ihr alle werdet von Staub umhüllt. Diese ganzen Splitter bersten in winzig kleine Teile. Der ganze Thronsaal wird bedeckt und es schaut fast aus, als würde es in diesem Thronsaal schneien, wenn ihr nicht wüsstet, dass es die Spiegelkristalle sind. Und Taran wird kurzzeitig ohnmächtig und du fühlst, wie mit diesem letzten Blick, den du noch gesehen hast, irgendwas aus dir rausgesogen wurde. Also wenn Taran ohnmächtig wird, dann lege ich das steinerne Schwert ab und beuge mich zu ihm und versuche ihn aufzuwecken. Taran? Taran? Ja, kommt zu sich. Was ist ich passiert? Gehe da auch wenn mit hin. Warum liege ich auf dem Boden? Du bist ohnmächtig geworden. Ist alles in Ordnung? Kannst du aufstehen? Ich bin mir nicht sicher, ob alles in Ordnung ist. Taran? Wollen wir versuchen, dass du aufstehst? Taran, er hat in die Augen geguckt. Was ist passiert? Ich aufstehen kann ich, ja. Aber irgendwas stimmt nicht. Wie irgendwas stimmt nicht? Ich weiß nicht, ich habe die Meisterin noch nicht erzählt. Du fühlst dich von irgendwas verlassen. Du fühlst dich extrem schwach. Das schildere ich dann auch. Also ich... Ich versuch mal den Blick auf Fergas zu machen. Ja. Das funktioniert nicht. Fergas? Ja. Du spürst zwar bei Fergas noch Magie, aber ganz, ganz leicht, so als wäre er eigentlich fast nur ein Mensch. Aber, hat der Blick funktioniert an sich? Nee. Oder? Also, okay. Also der Blick, sich auf was zu konzentrieren, ist ja immer ein Gefühl. Ihr fühlt Dinge. Ja. Sehen tust du nur, wenn du quasi den von deinem Meister gelernt. Genau. Ah, okay. Dann blicke ich aber jetzt mal auf ihn. Mhm, du konzentrierst dich auf ihn und du
Sie ist wie so ein ganz schwaches Pulsieren. Die ist mal, irgendwann ist ein Vögelchen vom Dach gefallen beim Hexenhaus und du hast es zwar gesund gepflegt, aber es erinnert dich an dieses kleine Vögelchen, das dieses Herz ganz schwach und unregelmäßig pulsiert hat. So ist seine Magie. Ich glaube, er hat versucht, mir die Magie auszusaugen. Ja, ich glaube, er hat schon fast geschafft. Was? Fühlt sich komisch an. Else kommt mit dem Schwert von der Rüstung zurück. In dem festen Glauben, dass ihre Freunde jetzt rächen müssen. Es ist übrigens sehr schwierig mit diesem Schwert, weil du wirst einfach nach links und rechts gezogen, wenn es die ganze Zeit versucht, irgendwas anzugreifen. Ja. Du kannst es gar nicht steuern. Du kommst in diesen Thron da rein. Was? Ja, Schwert, aber die Gefahr ist gebannt. Übrigens, ja, hast du, Else, ja, es fällt klappernd zu Boden. Else, als du reingerannt bist, hast du noch hinter dir Bewegungen wahrgenommen? Hinter mir? Ja, in dem Hof, aber du bist einfach zu diesem lauten Scheppern und so reingerannt. Der Baum. Ich gehe raus, ich guck nach, was mit dem Baum ist. Ich brauche mir nur zur Tür rauszutreten, hier so kurz raus. Ja, ich gehe zu Taran. Ja. Taran, du merkst auch, die Kraft kommt wieder so zurück, also die physische Kraft, so du fühlst dich nicht mehr geschwächt und alles, aber es ist so ein bisschen dieses, als wäre so ein Faden sehr lose in dir, aber ansonsten geht es dir relativ gut, bis auf, außer du hast irgendwie wenig Trefferpunkt oder so. Nee, ich hab nichts verloren. Alles Fergas und Gwen rennen raus, oder wie? Ja. Ihr seid rausgerannt, Fergas im vollen Galopp voran. Der Feenlöwe ist zwar nirgendwo mehr zu sehen, dafür klopft sich eine Frau an dem Baum ihr Kleid ab und ihre lange Gestalt schaut hoch und dann Fergas und beschreibe uns bitte Bedelia. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal eine Beschreibung von ihr gegeben habe. Wenn, dann ist zu lange her. Aber ich stelle sie mir als eine etwas kleinere, aber stämmige Frau vor. Mit so ein bisschen... Ja, hat sie die Haare durchaus mit so Holzspangen irgendwo so ein bisschen zu bändigen versucht. Das funktioniert nicht so ganz. Ansonsten hat sie ein normalerweise auch recht fröhliches Gesicht, grüne Augen. Und trägt halt eher praktische Kleidung, die halt auch irgendwie zur Gartenarbeit, zur Hausarbeit und ich weiß nicht, wir sind ja auch für sowas wie Geburten und sowas zuständig, ne? Also dass man irgendwie... Also so eine Schürze oder sowas, dass sie und Haarfarbe? Braun mit so einem Rotstich drin. Okay. Also kein klassisches Rot, aber. Also sie schaut aus, als hätte sie sich gerade aus irgendeinem Erdloch rausgegraben, klopft sich so ihre Lederschütze vor ihre Kleidung ab, fährt sich durch diese braunen, rötlichen, wilden Locken, sieht dich dann Fergas und rennt mit ihrer bis leicht pummeligen Gestalt auf dich zu, fällt dir um den Hals nicht, weil sie einfach kleiner ist als du, um die Brust und fängt an, dich so hin und her zu schaukeln und zu wiegen. Und dann, ja, an dieser Stelle ist doch ein wunderschöner Moment, um das für heute zu beenden. Was? Was? Warum? Nein, 5 Minuten haben wir noch. Nee, 10 Minuten. Wollt ihr denn noch ihren Werdegang wissen? Ja, natürlich, also jetzt sind wir schon hier. Und du hast Bedelia ja auch als fröhliche Person beschrieben. Ja. Ja. sie schaut dann, irgendwann lässt du dich dann wieder hoch. Ich weiß nicht, kommt die anderen beiden auch raus? Ja, ich stütze Taran ein bisschen beim Rausgehen. Ich würde dann, wenn ich auch Gwens Wunden sehe, würde ich ihr auch den Heiltrank geben, den ich gefunden habe. Ihr drei seid so ein bisschen nebenbei beschäftigt, euch zu stützen, euch anzuschauen, den Heiltrank zu trinken, sind übrigens 1d8, 1w8 okay. Trefferpunkte. Mhm. Und während ihr seht, nur so aus dem Augenwinkel, wie Bedelia jetzt anfängt zu sagen, Fergus so, zeig mal her, oh ja, ist ja ganz gut geworden, sind ja noch alle Zähne da, und die Nase, die Nasenhaare, Fergus, die Nasenhaare, aber es ist ja, also irgendwas ist hier ganz seltsam, aber das ist ja, also kein gutes Zeichen, sag ich dir, ja, und sie fängt an zu erzählen, nach einigen Hin und Her und was ist passiert von Fergas. Irgendwas ganz Seltsames ging vor sich. Welches Datum haben wir? Und sie ist so ein bisschen, ja, eher nach dem Marktfest irgendwann hängen geblieben.
Etwas Seltsames ging vor sich. Weißt du, Fergus, ich war Kräuter sammeln im Wald. Du weißt schon, da hinten bei den Büschen, wo die kleinen Häschen oft, aber ich habe gar keine Tiere gesehen. Und du hast es doch selber gemerkt, die Gänse waren so unruhig. Kein gutes Zeichen, sage ich dir, wirklich kein gutes Zeichen. Und Nevin bin ich ja bis dahin immer so, aus dem Weg gegangen. Du weißt schon, die Gerüchte, großer Erzmagier aus dem versunkenen Königreich, der aus unbekannten Gründen vertrieben worden war und so. Aber als dann so ein, ich habe das ja mitbekommen, als dieser niedere Dämon des Chaos mitten in den Nordlanden erschienen ist, da war ja dann völlig klar. Also das war dann, also keine Tiere, die Gänse und dann noch dieser Dämon des Chaos. Auch wenn es ein kleiner, aber wir wollen es nicht runterspielen. Taran und du, ihr habt den ja besiegt. Ja, aber was, wenn weitere kommen, dachte ich mir. Und dann habe ich mit Nevin gesprochen und er hat mir alles erzählt, Ihr werdet es nicht glauben. Ich muss euch etwas erzählen. Es gibt Hüter, Fergus. Hüter? Also, ich wusste ja wegen dem Zirkel schon Bescheid, aber ich wusste natürlich nicht, dass Nevin ein Hüter war. Wir sollten Taran das ganz schonend beibringen. Er war selbst ein Hüter, war in den letzten Jahren in dem versunkenen Feenreich bei der Fürstin Anduinna als deren Geliebter. Kannst du dir das vorstellen, Nevin, als Anduinnas Geliebter? Also Anduinna ist übrigens eine Feenfürstin, Fergus. Eine sehr beeindruckende Feenfürstin, ne? Dass sie keine Kleidung trägt, aber das ist schon interessant. Sie haut dir so ein bisschen gegen die Mangel. Okay, oh. Du solltest auf andere Dinge achten als das. Naja, also... Worauf soll ich denn sonst achten? Nevin ist auf jeden Fall langsam gealtet und er wollte irgendwann seinen neuen Hüter einlernen. Deswegen, also, das müssen wir, das sollten wir vielleicht mit Taran noch, wir sollten vielleicht warten, bis Nevin mit Taran darüber gesprochen hat. Und dann bin ich eben los zu Anduinna, um zu erfahren, dass Ilbifen, also meine alte Freundin, eine Triade, sich hier im Hof in Hay niedergelassen hat, direkt an der Wall. Und deswegen bin ich hierher gekommen. Doch anstatt mir etwas zu sagen über die Gefahren, die hier sind, hat sie mich auf einmal umwurzelt und boom, schon sind wir hier. Ja, und das ist jetzt mit dem Fest schon einige Wochen her und es ist eine ganze Menge passiert. Aber das wäre eine längere Geschichte. Aber um das schon mal abzukürzen, Taran ist jetzt Hüter. Dolchchen. Durch. Ding, 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 ding. Und wir haben gemeinsam das Ritual durchgeführt. Also in Avon, wenn es zumindest alles okay ist, sei denn der Zwerg hat alles auseinandergenommen. Aber wie gesagt, längere Geschichte. Ich glaube, es steht noch etwas sehr leckeres Essen auf dem Herd. Wenn wir dann und den Staub loswerden und er setzt sich nicht wieder zusammen, oder? Ich gucke die anderen an. Ich werfe so einen Blick nach hinten. Ja. Nee, also die Tür könnte ja auch aufmachen zum Beispiel. Nee, aber es ist alles mit diesem Staub eben bedeckt. Mhm. Das war mein. Ich versuche diesen Staub loszuwerden. Mhm. Ich klopfe so ein bisschen die Klamotten ab. Ich werf auch mal. Taran, du merkst, dass auch deine Tasche wieder kalt geworden ist. Ja, ich wollte jetzt auch einen Blick da reinwerfen. Du siehst einen Spiegelsplitter. Der ist aber ganz, ja? Der ist immer noch ganz. Es ist immer noch der ursprüngliche Spiegelsplitter. Du siehst darin kein Auge hervorstachen oder ähnliches, auch keine Lippen. Du siehst aber wie grauen Nebel. Also du siehst dich nicht selbst, es scheint grauer Nebel drin zu wabern. Dann mache ich den Blick auf den Dings, ob der noch magisch ist. Ja, chaotisch. Mhm. Oh, also... Und Bedelia kommt nur, schieb das mal gleich wieder hier rein, klappt die Kiste zu und schiebt sie Taran wieder zu. Wie war das mit der Suppe? Ja, wir können ja mal nachgucken. Ich habe eben... aber das können wir uns, glaube ich, jetzt genehmigen, oder? Ja. Ist wieder mal das Essen. Und dann erzählen wir über alles, was passiert ist. Genau. Ihr könnt in die Küche zu diesem außerordentlich leckeren Süppchen. Und damit sind wir das nächste Mal... Ja, diesmal sind wir fertig mit dem Abenteuerfeenhandel. Und dann brauchen wir wahrscheinlich noch ein kurzes... Ja, der Feenfürst hat euch ja was versprochen. Mhm. Diesen Handel wollen wir natürlich noch schauen, ob er eingelöst wird. Aber das war's für heute. Vielen Dank fürs Leiten. Ja, vielen Dank fürs Leiten. Den ersten Schatten besiegt. Zumindest in seiner Form. Ja, und das zweite Geschenk Büdas gefunden. Ich liebe mein steinernes Schwert. Und ja, so ein Schlüssel, der macht bestimmt tolle Sachen, das ist bestimmt das ist gut was für Eltern. Wie war der Spruch? Irgendwie 5 Artefakte gegen 5 Schatten. Mhm.
Aha. Das heißt, ein Schatten musst du mit dem Schlüssel zu Tode aufschließen. Ja, genau. Das ist das ewige Schloss. Else genau. Wird ewig lang an einem Schloss rumtüfteln. Da werden wir dann schauen, wie das Ganze... bleibt spannend. Fergus, nimmst du eigentlich noch was aus dem Schloss mit? Beispielsweise ein Stück von der Keule oder silberne Teller oder den Weihrauch aus der Schatzkammer? Die seltenen Kräuter hast du ja schon. Also die seltenen Kräuter wäre jetzt so das, was ich mitnehme. Das hast du schon. Was ist mit dem Ei? Was ist mit dem Ei? Das Ei, ja. Ah ja, das Ei hast du. Oder könnt ihr mitnehmen dann, ja. Ja. Mhm. Kannst du mal überlegen, was die Sachen so machen, die ich gerade gesagt habe. Mhm. Ihr seid ja noch im Schloss. Was wäre passiert, wenn ich was aus der Schatzkammer mitgenommen hätte? Das, was passiert ist. Aber wenn man dann doch wieder was dabei gehabt hätte, wäre man nicht rausgekommen dann. Also wäre die Tür wieder verschwunden. Wir werden das nie erfahren. So schöne Schätze. Naja, ich meine, du hast eine Rüstung draußen liegen, die auseinandergefallen ist. Das war die Rüstung vom Elfenfürst mit Edelsteinen und Diamanten besetzt. Und vielleicht lässt sich ja einer lösen. Schauen wir mal. Sie schiebt so das Schwert unter den Mantel. So. Seid ihr Stufen aufgestiegen? Ja, mit Sicherheit. Bei 11.655, okay. Ab 10.000 ist die nächste Stufe. Wunderbar. Gut, schauen wir gleich noch, oder wann wir dann steigen, müssen wir ja nicht mehr heute machen. Jetzt sagen wir erstmal allen fürs Zuschauen Dankeschön und fürs Nachschauen Dankeschön. Euch vielen Dank fürs Spielen. Es war ein schönes Finale von Feenhandel. Wie gesagt, vielen Dank fürs Leiten. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank fürs Leiten. Gerne, gerne. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal mit einem neuen Kurzabenteuer wahrscheinlich erstmal. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. Mit Betty als Else Mehltau, Callisto als Gwendolin Mehltau, Frank F. als Taran Krochanhut, Spoon RPG als Fergus Tinker und Shay als Spielleitung. Und deswegen ist nicht Herne. Ja. Da bleibst du eben halt bei der Hure. Machen wir weiter. Der Stream ist eh ab 18. Ja. Jetzt schon. Okay, bestell schöne Grüße. Was? So, Kinder, jetzt sind wir alleine. Ja. Was ihr schon immer wissen wolltet. Also, die Dienstleistung ist das älteste Gewerbe der Welt. Viel Spaß beim Nachschauen. Genau. Wir müssen es dringend rausschneiden. Okay, wahrscheinlich habt ihr einfach nur angefangen, Schimpfwörter in die Kamera zu sagen. Nein, wir haben historisch das älteste Gewerbe der Welt bis zu meiner Person aufgerollt. Schade, ich dachte, ihr spielt A Cappella oder so. Hallo, ist da wer? Keine Antwort. Bis auf diese Mounzende Katze, die da eingesperrt ist irgendwo. Außer eine Mounzende Katze, die an euch vorbei in den Hof wegrennt. Ja, die lassen wir frei, alles klar. Deswegen, von ihr stammen die ganzen Kratzer hier. Ne? Ja, ist es so eine Battle Cat, oder? Ich habe vergessen zu erwähnen, sie war menschengroß. Ne? Ja, Battle Cat, so gar nicht. Oh. Oh, für den Kampf. Warum gefällt es dir nicht, oder was? Cat Content. Riding into battle. Ja, trampel nur auf mir rum. Ja, für irgendwas musst du ja gut sein. Ja.